Dann begrüße ich euch ganz, ganz recht herzlich zu unserem dritten Panel, auch wieder ein großartiges Panel. Mein Name ist Britta Grell, hier steht, ich arbeite am Wissenschaftszentrum Berlin, das tue ich auch, aber wir haben ja gehört, ich bin auch Teil dieser Bürgerplattform in Berlin-Neukölln. Wir haben, wenn ich das richtig sehe, nochmal 2 Stunden und können vielleicht, ja? Ich würde sagen, 2 Stunden ist in meiner Vorstellung das, was wir uns vielleicht vornehmen sollten. Wenn es ganz spannend ist und wir nicht aufhören können, haben wir auch noch ein bisschen mehr. Aber das ist ungefähr der zeitliche Rahmen. Wir haben, wie ich sagte, wieder ein großartiges Panel. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, auf die Schwierigkeiten auch der Übersetzung. Wir haben ja im Laufe der Diskussion gestern Abend, aber auch heute immer wieder Begriffe wie Community, Working Class Communities, und ich habe einfach den Eindruck, nochmal auch als Erklärung vielleicht für unsere amerikanischen Gäste, dass diese Begriffe, dass ihr einen sehr unbefangenen Umgang mit diesen Begriffen habt, einen viel, sagen wir mal, unbefangeneren als wir. Also erstmal, ich weiß nicht, wie unsere Übersetzerin Community ins Deutsche übertragen, es ist sehr, sehr schwierig, also wenn wir überhaupt über Community Organizing reden, es ist nicht so selbstverständlich, wir wissen gar nicht, was das eigentlich ist im deutschen Kontext oft. Das andere zu den Fragen der Working Class und der Subjekte, der Veränderungen, die wir uns vorstellen, auch da denke ich, gibt es oft Unterschiede in der englischen und in der deutschen Debatte. Und ich würde, bevor wir uns wieder dann behaken und vielleicht auch Dinge unterstellen, einfach immer nochmal nachfragen, was meint ihr eigentlich damit, wenn ihr sprecht von Working Class Communities, Organizing on the Community Level, dass wir uns erklären, was wir damit meinen. Der Titel dieser Veranstaltung oder dieses Panels heißt in Deutsch Organisierung in der neoliberalen Stadt, auf Englisch Organizing around Urban and Community Conflicts. Auch hier haben wir ja, die Frage, warum taucht in dem englischen Begriff nicht neoliberale Stadt auf, worum geht es eigentlich? Wir haben uns in dieser Diskussion nicht nur Leute oder auf diesem Panel nicht nur Leute ausgesucht, die ganz explizit sagen, wir machen Community Organizing auf der Stadtteilebene oder städtischen Ebene, aber wir haben diese Frage, die wir in der ersten Runde behandeln wollen. Ich möchte erstmal das Podium vorstellen, zum Teil haben ja manche auch schon gesprochen, und möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken, bedanken bei Sindolo Diamana, ganz links von mir, dass er die weite Reise auf sich genommen hat, zu uns zu kommen, und ich bin auch schon ganz gespannt. Er ist von der Organisation People's Durham aus North Carolina, meines Wissens eine relativ neue Organisation, und ich denke, du wirst nachher auch genauer darauf eingehen, was für einen Ansatz ihr habt. Soweit ich verstehe, ist für euch die Stadt, also die City, die Ausgangsbasis der Organisierung, aber ihr wollt auch auf verschiedenen Ebenen politisch tätig sein. Zu meiner Linken ist Max von der Plattform gegen Verdrängung aus Hamburg-Altona. Margit hat gestern Abend in ihrem Einführungsvortrag schon darüber gesprochen, dass wir auch eine Recht auf Stadtbewegung in Deutschland haben. Also wir haben the Right to the City Alliance in the United States, also in den USA, aber wir haben auch eine sehr breite Recht auf Stadtdebatte in Deutschland, aber auch eine sehr erfolgreiche, wie wir finden, aus Berliner Perspektive, wir sind immer ein bisschen neidisch, wenn wir nach Hamburg gucken, ein Recht auf Stadt-Netzwerk in Hamburg, und Max ist, so wie ich das verstanden habe, Teil dieses Netzwerkes. Auch Flo auf meiner rechten Seite vom Arbeitskreis Umstrukturierung Wilhelmsburg, Hamburg. Altona, Wilhelmsburg sind, glaube ich, ein bisschen unterschiedliche Stadtteile. Da werdet ihr vielleicht auch noch mal was zu sagen, also welchen Hintergrund das hat. Also auch in Bezug auf die allgemeine Situation in Hamburg. Hamburg sehen wir ja eher als reiche und privilegierte Stadt, aber da gibt es große Unterschiede. Daneben sitzt Margit Meyer, Professorin an der Freien Universität Berlin. Sie wurde gestern Abend ja auch schon vorgestellt, hat moderiert heute. Sicherlich jemand, die am besten, wie ich finde, in Deutschland, gerade auch vergleichend zu neuen sozialen Bewegungen und Community Organizing USA, Deutschland Bescheid weiß. Und auch vergleichend, glaube ich, hoffe ich, wieder heute oder bei diesem Panel uns Hinweise geben wird auf Unterschiede, Gemeinsamkeiten. Und ganz außen sitzt Nick Theodore. Ich habe gerade gelernt, nicht University of Chicago, sondern University of Illinois Chicago, Direktor des Center for Urban Economic Development und, wie ich finde, auch noch wichtig zu sagen, Unterstützung der Right to the City Alliance und des National Day Labor Organizing Network. Die Idee für die Organisierung des Panels ist ähnlich wie vorhin, dass wir 2 Fragerunden haben.
Und in der ersten Fragerunde werde ich meine Gäste oder werde ich die Teilnehmer des Podiums bitten, aus einer vielleicht eher theoretischen und strategischen Perspektive, weil wir wollen ja auch über Strategien reden, über die aktuellen Rahmenbedingungen für die Organisierung, aber ich würde auch sagen politische Mobilisierung. Mir geht es nicht darum, einen engen Begriff von Organizing der politischen Mobilisierung oder der politischen Kampagnen oder der politischen Proteste, Massenproteste entgegenzustellen. Aber ich würde gerne das haben, dass ihr in der ersten Runde euch zu den politischen Rahmenbedingungen oder den aktuellen Rahmenbedingungen dieser politischen Mobilisierung auf der städtischen Ebene äußert. Also zum einen in Deutschland und zum anderen in den USA. Die Frage, die da natürlich hintersteckt, ist, inwieweit kann das Lokale, die Stadt oder dann auch gar der Stadtteil ein Ort für Empowerment beziehungsweise weiterreichende soziale und politische Transformation sein? Die weiteren Fragen wären, welches sind aus eurer Sicht in der gegenwärtigen Phase von ökonomischer Krise, das war ja auch der Ausgangspunkt, Austeritätspolitik und ja sowas wie urbanen Neoliberalismus, die größten Herausforderungen, aber auch Chancen und Ansätze von Transformative Organizing oder Mobilisierung auf der urbanen Ebene und was verbindet ihr überhaupt mit dem letzteren Begriff? Also könnt ihr was anfangen mit dem Begriff des Transformative Organizing, wenn ihr das auf eure Arbeit bezieht? Das wäre die erste Fragerunde. Wir haben uns darauf geeinigt, dass unsere Hamburger Gäste anfangen, danach Nick was dazu sagt, dann Sindolo und dann Margit. Und in der zweiten Fragerunde wird es dann auch ganz konkret oder soll es um die praktischen Erfahrungen gehen mit den jeweiligen Organisationen und Netzwerken, die hier vertreten sind, so dass wir auch über die Errungenschaften und Fortschritte dieser Organisierungsversuche reden, vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen Organisierungs- und Bündnisansätzen in der Vergangenheit, dass wir darüber reden, was funktioniert tatsächlich, was hat gar nicht funktioniert, wo seht ihr die größten Probleme, Schwächen und Beschränkungen? Und meint ihr, das ist jetzt die Frage auch an die Deutschen, aber auch an die amerikanischen Gäste, dass man von den angelsächsischen Organizing-Modellen und speziell von den städtischen Erfahrungen mit Community Organizing etwas lernen kann und wenn ja, was? Also viele Fragen. Ich würde jetzt gleich dann vielleicht abgeben an Max oder Flo, ich weiß nicht, wer anfangen will und denkt daran, so circa 10 Minuten für die erste Fragerunde. Okay, danke Britta. Du, Margit, hast ja auf dem Eröffnungspodium darauf hingewiesen, dass mit dieser Tagung Lernimporte möglich sind. Was die Organisierung, zumindest was die Organisierung angeht, müsst ihr, die Freunde, Freundinnen aus den USA, bei den Beschreibungen, vor allen Dingen in der zweiten Runde, bei unserem Beitrag zu diesem Lernimport, den wir gerne leisten wollen, ungefähr 100 Schritte zurückgehen gedanklich, nämlich in die ganz Anfangszeiten des Organizings. Aber zunächst mal zu den Rahmenbedingungen, da auch besonders für euch aus den USA, fangen wir jetzt an, einmal den Rahmen zu beschreiben, was hier Neoliberal Urbanism in der BRD heißt, nämlich am Beispiel von Hamburg. Wie sieht das da aus, Flo? Also wir passen uns den Ball jetzt ein bisschen zu, mal gucken, wie unsere Abstimmung hinhaut. Ich wollte mal kurz was zum Rahmen zu Hamburg sagen und vielleicht zwei Worte dazu, warum es kein Zufall ist, dass ausgerechnet da das Recht auf Stadtbündnis oder die Recht auf Stadtbewegung relativ erfolgreich gewesen ist und breiten Zuspruch findet. Wir haben gerade schon gehört, Hamburg als im Vergleich zu Berlin reiche Stadt, das stimmt einerseits schon, also Hamburg ist einerseits eine ziemlich reiche Stadt, andererseits gleichzeitig auch eine stark segregierte Stadt, in der gleichzeitig auch viel Armut ist, also die Kontraste sind in Hamburg ziemlich hoch. Hamburg hat für Deutschland eigentlich eine lange Tradition des neoliberalen Stadtmodells. Unternehmen Hamburg wurde in den 80ern schon als Leitbild ausgerufen, die Stadt soll sich verhalten wie ein Unternehmen, vom damaligen Bürgermeister. Die Folge davon ist, dass es unternehmensförmig arbeitende Verwaltung gibt. Die ganze Stadt ist schon umstrukturiert worden in der Richtung, das bezieht sich auch auf den Wohnungsmarkt. Das würde heißen, dass quasi die städtische Wohnungsgesellschaft ausgelagert ist in eine GmbH,
die einen ganz großen Anteil an Wohnungen in Hamburg besitzt und damit auch einen großen Einfluss auf den Mietmarkt hat. Stadtentwicklungsinstrumente sind im Rahmen von Firmen, wird das in vielen Fällen abgewickelt. Ich beschäftige mich mit Wilhelmsburg, da ist der Hauptakteur die IBA Hamburg GmbH, von der man sich immer so ein bisschen, von der die Stadt auch sagt, das ist jetzt hier ausgelagert und wir begleiten das so ein bisschen nur, auch wenn es eine städtische GmbH ist. Genau, es gibt in Hamburg einen ziemlich angespannten Wohnungsmarkt und hart umkämpfte städtische Räume. Die Mieten sind vergleichsweise hoch, sie steigen auch wirklich zusehend. Also gerade in innenstädtischen Vierteln gibt es Mietsteigerungen innerhalb von 3 Jahren um 15-20%. Die marktgängige Aufbereitung des städtischen Raumes wird eigentlich ziemlich flächendeckend umgesetzt. In Hamburg wird das viel mit Leitbildern verhandelt. Momentan heißt es nicht mehr Unternehmen Hamburg, sondern heißt wachsende Stadt oder wachsen mit Weitsicht. Wachsen soll die Stadt nach innen, das heißt, es werden Räume erschlossen oder höher verwertet, die jetzt noch Nischen sind oder an die vorher wenig gedacht wurde. Da gibt es dann verschiedene Programme, auf die werden wir noch kommen. Vielleicht nochmal im Überblick. Oben in der Karte sehen wir Altona, worüber Max uns nachher was erzählen wird, wo es Stadtteilversammlungen gab und wo seine Gruppe aktiv war. Ich werde mich darauf beziehen auf Wilhelmsburg, das ist getrennt von der Stadt durch den Hafen und durch die Elbe und war lange Zeit sowas wie der Hinterhof von Hamburg, wo die Mieten wahnsinnig billig waren, was als vor ungefähr 10 Jahren auch eine ganz schlechte Publicity bekommen hat und wirklich ein ganz schlechtes Image hatte, also als Ghetto-Viertel verhandelt wurde. Genau, da gibt es neue Programme, die jetzt diese Viertel in Wert setzen wollen und aufarbeiten wollen und dazu werden wir dann gleich noch kommen. Genau, vielleicht erstmal so weit und dann ein Blick auf die Recht auf Stadtbewegung in Hamburg. Ja, bevor ich dazu komme, bevor ich diese Folie erstellt habe, oder nachdem ich diese Folie erstellt habe, habe ich gelesen, dass es in den USA sowas wie Redlining gibt. Das heißt, Viertel werden umkreist mit einer roten Linie, in denen dann die BewohnerInnen mehr für Kredite zahlen müssen oder überhaupt keine Kredite bekommen. Das ist in unserem Fall auch gar nicht so eine schlechte Beschreibung für diese Viertel. Ist aber zufällig rot umrandet. Ja, das, was Florian gerade erzählt hat, diese beschriebene Stadtverwertungspolitik in Hamburg, also die zunehmende Verdrängung auch Armer aus den zentralen Stadtbezirken, die das mit sich bringt und gleichzeitig auch das Verschwinden von Freiräumen in der Stadt, die hat in den letzten Jahren eine solche Quantität bekommen, dass sie in eine neue Qualität quasi umgeschlagen ist und gleichzeitig hat damit auch der Widerstand dagegen eine neue Qualität bekommen, nämlich mit der Recht auf Stadtbewegung. Recht auf Stadt, was bedeutet das? Das bedeutet, dass diejenigen sich das Recht auf Stadt nehmen, die dieses Rechts beraubt sind. Als soziale Seismographen dieser Entwicklung haben zunächst mal Künstler gewirkt, das wurde schon darauf hingewiesen, die Besetzung des Gängeviertels war da sehr wichtig, das wurde in der Öffentlichkeit vor allen Dingen auch so wahrgenommen, es hat einen regelrechten Medienhype ausgelöst, aber nicht nur das, sondern es hat sich auch schon vorher und parallel dazu das Recht auf Stadt-Netzwerk gegründet, was anfangs 18 Initiativen umfasst hat, mittlerweile umfasst es 46 ganz, ganz unterschiedliche Initiativen. Und von den Inhalten her war es anfangs eher so, dass es zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, eine Bewegung war, wo sich Raumpioniere, im klassischen Sinne Raumpioniere, ihre Rolle kritisch hinterfragt haben, beziehungsweise gesagt haben, wir haben kein Interesse daran, Viertel aufzuwerten, nur dadurch, dass wir da reingehen und uns Freiräume suchen. Und das hat in den letzten Jahren ein bisschen Umschlag gegeben, dass es eine eher sozialere Wendung hat stattgefunden. Mittlerweile steht die Mietenfrage im Mittelpunkt der Politik des Netzwerks, der Mobilisierung, also Leerstand zu Wohnraum, hatten wir eine große Demonstration mit 5000 Leuten, jetzt gibt es gerade aktuell eine Kampagne, Mietenwahnsinn stoppen und das war auch beim letzten Wahlkampf in Hamburg, war das entscheidende Thema, die Mieten und das war auch ein Erfolg der Recht auf Stadt-Bewegung. Von der sozialen Zusammensetzung her ist das Recht auf Stadt-Netzwerk
das wurde auch schon gesagt, eher akademisch geprägt, nicht ausschließlich, aber eher akademisch. Ja, du hast es schon angekündigt, ich sage nochmal was zu Altona, du hast schon zu Wilhelmsburg kurz gesagt, wir haben in Altona massives Problem mit Verdrängung, mit Gentrification und wir haben es dabei zu tun mit dem ganzen Spektrum an dessen, was innenstadtnahe Viertel in Metropolen, womit diese konfrontiert werden, also einmal Programme der sanften, der sogenannten sanften Stadtteilentwicklung, also Programme der durch sozialen Durchmischung, in USA glaube ich bekannt als Diversity und gleichzeitig so eine Begleitung durch Verfahren, also der Akzeptanz der Disziplinierung durch Verfahren, ich glaube in den USA bekannt unter Participative Governance oder so. Und gleichzeitig auch so Brachialprojekte wie das erste Innenstadt, IKEA, ein Riesenklotz, der da reingesetzt wird, der jetzt schon die Mieten explodieren lässt, oder ein komplett neuer Luxusstadtteil, der auf einem brachliegenden Bahngelände in unmittelbarer Nachbarschaft gebaut wird. Und unsere Plattform, Altona Plattform gegen Verdrängung, ist entstanden aus ganz klassischen Bürgerinitiativen, die sich gegen einzelne Projekte, wie zum Beispiel das IKEA, gewendet haben, aus der Notwendigkeit heraus, dass wir uns in unseren Vierteln breiter verankern müssen, wenn wir wirklich effektiv Widerstand gegen die Verdrängung leisten wollen. Wir verorten uns so an, na, sagen wir mal, zwischen einmal sozialverbandlicher, eher stellvertretend handelnder Lobby- und Klientelpolitik. Da gibt es auch Einschränkungen, aber und auf der anderen Seite eher so identitärer, selbstbezogener, nachfrageorientierter Politik, wie sie eher aus dem autonomen Spektrum gemacht wird, also Yuppies abschrecken, Investoren abschrecken durch beispielsweise brennende Autos oder so. Unsere Aufgabe sehen wir mit dieser dritten Position in der Mobilisierung, Organisierung der sogenannten Unorganisierbaren, und da ganz hilfreich sind, oder das ist auch begründet darauf, dass einige unserer Leute Erfahrungen mit betrieblichem Organizing gemacht haben. Unser Selbstverständnis kreist um ein Recht auf Nein. Dazu muss gesagt werden, wir sind in einem ganz klar Viertel mit sozialpartnerschaftlicher Tradition, einem sehr sozialdemokratisch geprägten Viertel, wo, ich glaube, das ist überall so in diesen Vierteln, man keine Kritik äußern kann, ohne gleich einen Verbesserungsvorschlag hinterherzuschieben, um überhaupt ernst genommen zu werden in der Öffentlichkeit. Und wir wollen sozusagen eine Gegenhegemonie etablieren, die eben sagt, Nein zu sagen ist in so einem Fall erste politische Tat, und kann nur, wenn es gelingt, dieses Nein zu verankern, dann können wir überhaupt den Raum öffnen, um eigene Vorstellungen umzusetzen. Jetzt war ja noch die Frage, wie weit kann der Ort, das Lokal ein Ort für Empowerment sein? Wir haben da uns ein bisschen Thesen aufgeteilt. Ich will die mal kurz referieren. Also erstens, und das hängt auch mit unserem Selbstverständnis der Plattform zusammen, warum der Kampf gegen Verdrängung nicht allein Selbstzweck ist. Und zwar dahingehend, dass die Handlungsfähigkeit der Klasse unter anderem, neben anderen Faktoren, eben auch bestimmt ist durch sozialräumliche Merkmale. Das heißt, je mehr beispielsweise ein Viertel durchmischt ist, desto schlechter sind die Möglichkeiten des Erkennens einer gemeinsamen Lage als Klasse, die Möglichkeit, sich solidarisch aufeinander zu beziehen und so weiter. Also das, was Thompson The Making of the Working Class genannt hat. Zweitens, in den Nachbarschaften bietet sich die Möglichkeit, Widerstand gegen den sinkenden Soziallohn zu organisieren, also beispielsweise gegen Verschlechterungen in der kommunalen Versorgung oder gegen den Abbau von geförderten Sozialwohnungen. Drittens, es können gleiche ökonomische Problemlagen sichtbar gemacht werden, Konflikte, aber auch Praxen der Solidarität, die gibt es überall in unseren Vierteln, sie sind nur nicht sichtbar und deswegen auch nicht verallgemeinerbar. Viertens, es liegt absolut auf der Hand, Lohn- und Mietenentwicklung miteinander zu koppeln, also sinkende Löhne und steigende Mieten. Das liegt offensichtlich auf der Hand, wird aber auch von den Leuten selber nicht so gesehen. Klar, niemand will Opfer sein und es wird oft eben als individuelles Versagen gesehen, wegziehen zu müssen, weil der Lohn nicht mehr ausreicht für die Miete. Fünftens, es gibt die Möglichkeit, in den Vierteln, und das zielt dann auch in Richtung Transformative Organizing, kapitalistische Fetische in Frage zu stellen, zum Beispiel mit der Forderung, Wohnraum dem Markt zu entziehen, wie das aktuell gerade in der Mietenwahnsinn-Stoppen-Kampagne getan wird. Ja.
Ich habe da nur noch ein bisschen was zu hängen oder zu ergänzen, wenn es gerade darum geht, was ist das Lokale für einen Ort und warum sucht man sich überhaupt das Lokale als die, als den Ansatzpunkt, wo man mit seiner Theorie loslegen will. Für uns war es ein bisschen so, dass wir das Gefühl hatten, gerade wenn wir den Anspruch haben, den großen Wurf zu starten, ist das eigentlich erstmal die Möglichkeit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, anhand von Konflikten überhaupt zu verhandeln, was könnte denn das gute Leben sein, also was wäre denn überhaupt ein positiver Entwurf. Gerade in den kleinen Schritten und den Fragen werden nach unserer Ansicht und nach unserer Erfahrung eigentlich die großen Entwürfe verhandelt. Also nur wenn ich es schaffe, über die Mietenfrage oder über Probleme, die Leute mit ihren Wohnungen haben, wir werden das nachher noch kurz sehen, wenn ich es dadurch schaffe, über Stadtpolitik oder über eine neoliberale Umstrukturierung zu sprechen, erst dann macht das eigentlich Sinn. Genau, vielleicht noch kurz zu der Frage, was mit dem Transformative Organizing Begriff. Ich fand es ganz interessant an der bisherigen Diskussion, dass es ganz viel um Leadership ging und sagt, wie bilden wir Leute aus dazu. Wir haben eine relativ starke Diskussion eigentlich, die sich überhaupt nicht darum dreht, sondern eher darum, wie verhandeln wir Repräsentation. Also wenn wir in ein Viertel gehen, wo wir erstmal nicht wohnen und mit Leuten zusammenarbeiten, die sich zum Beispiel gegen ein heruntergekommenes Viertel wehren, dann ist bei uns ganz oft der Anspruch von außen, auch an uns selber, dass wir repräsentieren sollen. Wir sollen sprechen für Leute. Und das ist eine Diskussion, die ziemlich stark im Recht auf Stadt-Netzwerk dabei ist und einfach auch, dass es immer wieder ein Problem wird, dass man selber quasi andere Leute repräsentieren soll, die dann selber gar nicht mehr zu Wort kommen. Genau, das vielleicht mal als Diskussion, als Schwierigkeit. Was ich noch sehr gut begreifen kann, als, und wenn ich es richtig begreife, als Kritik der Transformative Organizer am Pragmatic Style of Alinsky Organizing, ist, dass man beispielsweise nicht jeden Konflikt nur als Konflikt da ist, aufgreift und auch nicht jeden Multiplikator, der nun mal am lautesten redet, als solchen anerkennt, sondern dass man da auch ein bisschen kritisch ist. Bei uns zum Beispiel im Viertel gab es eine Mobilisierung gegen eine Drogenhilfeeinrichtung. Im klassischen, so verstehe ich es jedenfalls, pragmatischen Organizing, hätte man diesen Konflikt aufgreifen müssen. Wir haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Es geht hier darum, Solidarität aufzubauen unter den verschiedenen Teilen der Klasse in einem Viertel. Und selbstverständlich sind wir für die Drogenhilfeeinrichtung. So. Ja, erstmal recht herzlichen Dank an Max und Flo, auch für die steilen Thesen, die bestimmt auch nochmal Grundlage von Diskussion sein werden. Ich würde jetzt Nick bitten, fortzufahren. Nick, du hast, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber ein Interview in The Monthly Review veröffentlicht mit dem Titel The Everyday, oder du hast es nicht veröffentlicht, aber es wurde veröffentlicht, The Everyday Violence of Urban Neoliberalism. Erinnerst du dich? You gave this interview. Also meine Frage an dich, aus deiner Perspektive, mit deinen vielfältigen Erfahrungen, was ist aus deiner Perspektive, was sind die Gelegenheiten, was sind die Herausforderungen der politischen Mobilisierung, Organisierung auf der städtischen Ebene heute? Thanks, Britta. We're just going to do a little technical thing here. So what I'd like to do is to talk a little bit about an organization you heard very briefly about in the previous panel, and that's the National Day Labor Organizing Network, or ENDLON. ENDLON is a national network of 43 organizations in 19 states, and all of those organizations are involved in doing day-to-day organizing of day laborers. And what we're doing now is just pulling up a few photos in case you haven't seen this day labor phenomenon. These pictures actually tell you a lot about what you need to know. There we are. Can you see that? So day laborers are workers who stand in public spaces to search for work. Mostly they're working in the construction and landscaping industries, and they're holding temporary jobs that may last a few hours, may last a day, may last a few days, or even a few weeks. As you can guess from the picture here, the number of workers greatly exceeds
the number of employers. And so on a daily basis, the struggle for work is a pressing matter. The negotiations over wages, working conditions, and the length of the working day often take place in a matter of moments. And workers in this employment relationship, perhaps you'd not be surprised, suffer from all sorts of violations of basic labor standards. The issue of wage theft, the non-payment of wages by employers, is an issue that is faced on a routine basis by day laborers. One last photo. The majority of day laborers in the United States are immigrants, and the majority actually are undocumented immigrants, with the largest countries being represented in the day labor workforce being Mexico, several Central American countries. But in a lot of ways, the day labor population in the United States follows the migration patterns that exist in different cities. So in Chicago, the biggest day labor population is from Poland. You can go to parts of the Northeast and find a lot of Brazilians. In Washington, D.C., you'll find workers from several African countries and so on. But nationwide, it is a predominantly Latino, undocumented population coming from Mexico and Central America. The earliest efforts to organize day laborers began in the late 1980s and early 1990s of workers themselves getting together with other workers on the corner trying to improve some of the conditions I just talked about. A lot of those early organizers didn't just spring to life as organizers, but had previous experience in social struggles in Central and South America. Many of them had been involved in social and military struggles in those countries, and their histories, their experiences, include involvement in popular education, in liberation theology, in peasant organizing, and in literacy campaigns. And a lot of what they were trying to do, in addition to improve conditions, the day-to-day conditions on the corner, was to be involved in the consciousness raising of day laborers. So that day laborers would see themselves as active agents of social transformation, active agents that could to transform their employment relations, but then also have broader societal impacts. Now, what's interesting about the organizing that was taking place, and I think it speaks a little bit to one of the questions here about what can be learned from Germany and the U.S. and so on, is that when day labor organizers started to do their work on street corners in Los Angeles and elsewhere, they didn't just do a simple transfer of organizing approaches from one place to another, but instead they got involved in the modification and adaptation of popular education methodologies that had been part of base movement social struggles in their countries of origin. But they adapted them in ways that would fit the U.S. circumstances. And so a lot of the pragmatic and practical work that began through this organizing was taking this group of workers on the corner and trying to establish a minimum wage, targeting unfair employers that either didn't pay or were responsible for injuring workers. And in a lot of ways, because workers were coming from Mexico and Nicaragua and El Salvador and Honduras and elsewhere, what they were really about was building international solidarity right there on the street corner. ENDALON, the National Day Labor Organizing Network, is a social movement organization that is situated at the intersection of punitive immigration laws, a restructuring labor market, heightened levels of worker disorganization, widespread violations of workers' rights, and political backlash against undocumented workers and the organizations that represent them and defend their rights. So they sit in an unusual political space which involves a restructuring of capitalism and capitalist relations, the political backlash against immigrants, and the combined forces that create a lot of social distress for this workforce and the communities that they live in. The network itself is a diverse network that operates according to a set of shared principles and philosophy. Shared principles and philosophies regarding democratic participation of those organizations, regarding the importance of protecting workers' rights, safeguarding immigrant rights, and defending human rights.
and regarding the important need to rebalance the power relations in the low-wage labor market in the direction of these precarious workers. And so while they have these shared principles, at the same time, the individual organizations in the network, those 43 organizations, embrace multiple approaches and tactics in the struggle to achieve these ends. The member organizations are autonomous organizations that are responsible for their own affairs, but they get together under the network to advance a common organizing and policy agenda. The strongest of these organizations, and like any network, the quality and the strength of these organizations is uneven, but the strongest of these organizations are day laborer-led democratic organizations that model democratic procedures and practices and progressive politics within their organization itself, and then try to project that out onto the broader society. So coming now to Britta's question, with that quick overview of day labor organizing, coming to her question about the extent to which the local and the place can be a site of empowerment and social transformation, I'd say, you know, whether it's the Right to the City groups in the U.S. or the National Domestic Workers Alliance or Endelon or any of the other organizations I've had the privilege to work with a little bit, very few of these organizations are purely local in their work or in their orientation and their outlook. So very few are purely local. Most of the organizations, I think, have a multi-scalar approach to organizing and social change. And day labor organizing is no exception. Day labor organizing also occurs at multiple scales. So one of the areas, an important area, is the hiring site itself, the street corner, where workers are standing and looking for work. And that organizing is extremely localized, just like their labor market. And in a lot of ways, the organizing that occurs there tries to deal with the double exclusion that day laborers often feel. First is migrants and undocumented migrants, and second is precarious workers. And so a lot of that organizing on the corner, that very local organizing, is trying to provide voice and give voice and give encouragement for voice among those workers who face this double exclusion. And that's all related to a second focus, I think, which is to cultivate collective agency among the workforce to improve wages and working conditions, and more broadly, to improve the reception of migrants in U.S. society. And so, you know, I think the organizing of day laborers really starts at such a micro scale. Now, they don't use the term transformative organizing, and I think in some ways it doesn't completely satisfy the definition that Eric provided for us earlier. But to the extent that there is a transformative content to this organizing, I think it's this: that the organizing is involved to counteract the double exclusion of day laborers, so that day laborers can see themselves as protagonists, as Cindy said earlier, as protagonists, and to transform social relations in the U.S. so that undocumented migrants are not subjected to such extreme forms of marginalization. So I think there's a transformative aspect of building collective voice within the workforce, and there's a transformative aspect about trying to transform social relations in the U.S., but I don't think they have fully embraced the breadth of the transformation that Eric and some of the organizations, organization works with, are doing. So in many respects, all day labor organizing, I would argue, builds on the street corner organizing. It begins there, it's based there, but it doesn't end there. And so just wrapping up, Britta, for a second, the network also targets city-level activism, often in a defensive posture, trying to oppose any laws that restrict the ability of day laborers to stand in public spaces. They, at the city level, fight anti-immigrant policies, and they try to challenge abusive policing tactics. They do these things at the city level through organizing, through legal action and lawsuits, and through policy advocacy. But they, like many other organizations, are scaling up their activities, which is why they formed a national network in the first place.
And at the national level, they're trying to do two primary things. One is to work in Washington, D.C. to affect immigration legislation and to improve our immigration laws. And the second is to work at the national level to improve the enforcement of workers' rights, to make sure that day laborers aren't being unfairly treated by employers, and to make sure that government enforcement agencies do their job. So again, this starts at the micro-local scale. It is where the base is built, and it is the heart of the organization, but it has aspirations and successes at multiple scales. So I'll leave it there, Britta. Vielen Dank, Nick. Wir schreiben hier alle ganz fleißig schon mit auf dem Podium. Viele spannende Punkte. Sindolo, now it's your turn. You're from People's Durham, and there's another comrade with you, Aiden. He's in the audience as well. When one goes to your website, it says, People's Durham is a movement center that builds and amplifies the power of working class communities and communities of color as part of a vision for transforming our city, our state, and the South. Could you go on and explain what your, Entschuldigung, könntest du nochmal genauer ausführen, was euer politisches Selbstverständnis ist und wie ihr euch organisiert, auch in Bezug auf städtische Fragen und Konflikte? Okay. Before getting into talking about People's Durham, I just want to say something briefly about myself and the perspective I'm going to be coming from. Being invited to Germany to talk about work that I've been doing for maybe 3 years in Durham, it's like, ooh, what lessons am I going to share from that experience, right? But as I think about it, what feels most important is the whole process of how we got to even starting those 3 years, right? Which, if we want to shorten the story, begins with what one of the organizations I'm a part of calls the crisis of socialism, right? Where folks are talking about the collapse of socialism or communism as an ideal towards which we're trying to move, right? And everyone having to rethink how they're going to be doing their organizing in that context, right? And moves all the way down through folks who are pioneering transformative organizing in the United States, and then folks in my generation, I'm 25, trying to figure out how are we going to relate to that process, right? What choices are we going to make? And People's Durham is a project that got started in that context. So the other piece that I want to add about where I'm coming from is that I organize with People's Durham, but while I'm speaking from that experience, I'm speaking as a communist, and everyone in our organization is not a communist. The concepts that I'm using, some of them are shared by our members, some of them are not. Some of the goals that I'm talking about are things that are shared by some of our leaders, and some of them are not, right? But it's a conversation that's happening. So I want to be clear that I'm speaking from my particular political perspective, which is definitely a part of the conversation within People's Durham, but is not the only perspective. So going back to the context, our organization was founded basically on this idea that there didn't need to be an ultimate separation between revolutionary politics in theory and base building or organizing folks in their local communities, right? That those two things could be combined. And why was that a unique idea? In the United States, so much of the organizing that was happening was saying, well, those two things are separate, right? There are folks who are immersed in revolutionary theory, who are immersed in Marxism, who tended to be either within academic circles or who are in revolutionary organizations, cadre formations, that weren't doing a lot of base building organizing, that weren't doing the long-term work of identifying leaders in a community, building up those leaders' skills, building up a membership, and having the members feel like they're actually driving the process, right? And helping to create
the strategies, helping to refine and transform the theory. On the other side, we had folks who are doing that kind of membership building work, but we're saying revolutionary theory is cute at best, right? People who like doing theory, that's nice for them. But for us, it's a waste of time, right? That's the best end of it. The other end of it is that theory, particularly Marxist theory, is ultimately authoritarian, right? And that maybe it works nice on paper and ideas, but when you actually put it into practice, everybody dies. So these are two good reasons why you shouldn't waste your time on theory. And you know, I was not raised, nor in my organizing experiences, was I exposed to a lot of folks who said, I'm a communist, or I believe in historical materialism, or I use dialectics. None of those things were what folks around me were talking about. In fact, the two traditions that I was formed mostly around, one was black nationalism, African Americans talking about we need our own institutions, we need to have our own power, and anarchists. Those are the two folks who were doing organizing in the communities that I was in and who were talking about radical transformative politics. And both of those folks said Marx and Lenin were white people who only talked about white people things or were talking about these authoritarian about the state, right? I found my way slowly, gropingly towards Marxism and towards communist theory and politics because I was looking for something that helped me make sense of what was going on around me. And I think that one of the things that has been lost when we talk about organizing is that there's this assumption that poor people, black people, Latino people, queer people, all that we can think about is what we're gonna eat tomorrow, right? That we can't think about anything else because that's the immediate struggle, right? And what my experience was is that, yeah, those things matter and they continue to matter. I was getting on the plane to come to Berlin and I was like, how am I gonna pay my rent? You know, so those things are questions, but I'm passionate about these conversations and that one of the issues that oppressed people and exploited people are talking about is how do I make sense of the world that I'm living in? How do I understand who I am, what role I want to play, and what does it mean that I live in a society who says you should not exist? You no longer have a place in this society, right? And that theory isn't just telling us, well, how do we make sense of these structures, right? It's also helping us understand how do we make sense of them and how do we see our place in them, right? And so when People's Durham, or I should say when the organizers and the revolutionaries who started People's Durham came together, we said we need to talk about immediate issues, but we also need to understand the structures that we're working with, and we need to not look down on the folks we want to be organizing with and say they're not ready for theory, right? That's too advanced, that all they want to talk about is the immediate struggle. When we started People's Durham, there were a number of different organizers in our city, Durham, North Carolina, and there was a tension between folks who were Marxists and folks who were not. And those of us who were Marxists were really emphasizing that it is possible to have a scientific analysis of society. It's possible to have a scientific analysis of history, and that actually helps us intervene in politics. And perhaps that's like a really common sense thing here, I don't know. But I think it's actually pretty contentious in our organizing communities, right? And that one of the things that happened with the discrediting of the Communist Project was the rejection of the idea that society can be understood scientifically. And because of that, the strategies that we develop end up being supposedly pragmatic, right? About the immediate issue. How do we fight around this immediate thing? Or around a moral perspective, right? And we don't reject saying
well, we need to work on an immediate issue, or there are ethical issues involved, right? But when we're trying to understand the balance of power, where we can make an intervention, and what transformation means, right, we are using a historical materialist analysis to make sense of that. And we actually don't think it's possible to transform capitalism without actually understanding what capital is, without understanding what exploitation is, and that I don't know of any tools outside of Marxist theory that really are helping us understand that. Now, what's missing as we talk about that is all the other features of society that work in tandem, that work together with wage exploitation, other forms of oppression, right? And that we need to be able to understand those pieces and integrate them together. But when we started the study group, there was a whole section of the left in Durham who said, y'all are talking about too much Marxism, and we don't want to have anything to do with that. So our study group of like 20 people split. We had our early split. And those of us who said we want to use Marxist theory to really understand what's going on read Towards Land, Work, and Power. And that was important for us because one of the things we were trying to look at was what had happened with the shift from the welfare state to neoliberalism, right? And in particular, how do we use a historical materialist analysis of that transition in order to identify where we can make interventions, right? To bring a classical Leninist term into the room to say, what's the weakest link that we can make this intervention around, right? When the study group started, there was only one person in the study group who was a member of a revolutionary organization, Freedom Road Socialist Organization, who aggressively recruited me and a number of other people. One of the things that was key in his recruitment and made it work for us is that Freedom Road had a perspective around part of what needs to be in our thinking about the weakest link. As this conversation has been going on during the conference, folks have been throwing out the term oppressed nationalities, people of color. I'm not sure how that translates. But one of the things that I feel like was really helpful for me in really understanding how race and ethnicity in the United States are really rooted is just looking at maps, right? So this is a map of the concentration of black people in the United States. And the darker colors are where there's a higher concentration. So the absolute darkest is where you have 85 to 100% of people in these are the little areas are census tracts, is where the US Census collects its data. What you can easily see just looking at this map is that black people do not live everywhere in the United States, right? And though we've been there for hundreds of years, where we are concentrated are in the places where we were first brought to work as slaves, right? The other places where we're concentrated is where we moved or we were taken in order to do industrial labor. Large cities, and the Black Belt South for slavery. There hasn't been that much shift in terms of where we've lived, right, over time. And I think when we look at this map and when we look at that history, we get a better understanding of when we say that black people or, I can also show this map of Latino folks. Yeah. When we talk about people of color, in particular when we talk about black and Latino folks in the United States, I don't think it's the same kind of concept as like an ethnic minority, right? This small group of people who's living somewhere in a small neighborhood or something. In the United States, what we're talking about in particular with black and Latino folks are huge concentrations of people who are not minorities. Right, who are actually majorities in places that we talk about as their homeland, right? That we talk about as their national territory. And so
for us, when we were talking about weakest links, we were asking ourselves, where is neoliberalism concentrating all of the contradictions of capitalism within the United States? And these areas that have the highest concentrations of Latino and Black people, and I'll do one last one, of indigenous people, are the areas with the highest concentration of poverty in the United States as well, right? These are the places where the cuts to the welfare state are having the deepest impacts, right? And we also understood that neoliberalism didn't just come in and say, oh, let's cut the public sector because it's a bad idea. They said Black people, immigrants, and poor women are living off of the rest of us. And that the public sector is a bad thing because it allows these lazy people of color to live off of the good working white people, right? And so people of color, Black people, Latino people, immigrants, right? In the period of neoliberalism, we're experiencing these racist attacks, right? That were also gendered attacks as well, right? So attacks on the rights of women, attacks in particular on welfare, were attacks on Black women, right? And then Republicans and the right wing were also talking about one of the reasons that we need to rein in the state, rein in government, is because the liberals and the gays and the Blacks and the unions are all getting together and taking America away from white people, taking America away from the values that we come from, right? And so when we were doing our analysis of where the weakest links were, we said that working class, people of color, in particular women, had to be at the core of challenging neoliberalism, right? And that if these folks weren't at the core, then we weren't going to be able to see the kind of transformation we wanted. And later on, I'm gonna get into a little bit of an example of our work around public education and how that became concrete, how we saw Black women on welfare in public forums talking about knowing that the state doesn't care about them, right? And seeing white middle-income men get up there crying, saying, I thought the public education system was gonna take my kid from kindergarten through graduate school, right? So I can give a little bit more detail about how these ideas got concentrated when we put it into practice. But I feel like this piece around uniting our theory with how we're doing our base building is one central piece for what People's Durham does. And then the other piece is identifying this weakest link, identifying this force that we feel like needs to be in the lead of transforming capitalism, not just around neoliberalism, but we feel like they can start that process. So those two aspects, I think, are pretty defining of our work with People's Durham. Recht herzlichen Dank, Sindolo. Wir werden nachher noch die Gelegenheit haben, genauer zu erfahren, was eure Praxis ist, was eure Erfahrungen der letzten drei Jahre sind und sicherlich auch nochmal in der Diskussion die Möglichkeit haben, nachzufragen. Margit, du hast fleißig mitgeschrieben. Ich habe ja am Anfang die Fragen gestellt. Hier auf dem Podium haben Leute sich darauf bezogen, was für ein politisches Selbstverständnis sie haben, warum sie denken, dass das Urbane, das Lokale ein wichtiger Punkt ist. Dein Kommentar zu der Frage, zu diesen Fragen. Es wird jetzt leider ein bisschen weniger unterhaltsam, weil ich gebeten wurde, aus der Perspektive der kritischen Sozialwissenschaft zu dieser Frage was beizutragen. Und ihr werdet entscheiden können, ob diese spezielle Variante des Marxismus cute oder etwas problematischer oder ob sie hilfreich in irgendeiner Art und Weise für die Bestimmung der Intervention von sozialen Bewegungen in der Stadt sein kann oder nicht. Also ich versuche mein Bestes. Was die kritische Stadtforschung in den letzten Jahren gemacht hat, ist diese allgemeine gesellschaftstheoretische Analyse
des Neoliberalismus auf die Stadt zu konzentrieren. Und das ist ja das Thema dieses Panels, die neoliberale Stadt. Und eines der zentralen Findings ist also, dass die neoliberale heutige Stadt uns ganz andere Rahmenbedingungen stellt, als es vor 20, 30 Jahren noch die keynesianische Stadt, in der sich ja die Linke der 70er Jahre, über die wir hier schon viel geredet haben, formiert hat und die auch zum Teil noch sehr verhangen ist in den Konzepten und Begriffen der 70er Jahre. Wir haben es aber nicht mehr mit der keynesianischen Stadt zu tun. Keynesianische Stadt, Kürzel für, wo noch ein Großteil der sozialen Reproduktion vom Staat übernommen wurde und wo eben eine Politik des Ausgleichs und des kollektiven Konsums stattfand, was halt bestimmte Öffnungen für die sozialen Bewegungen bereitgestellt hat. Die Neoliberalisierung der letzten 30 Jahre hat die Städte grundsätzlich verändert. Es wird inzwischen anders geplant, anders gebaut, anders regiert oder gegoverned. Es heißt auch nicht mehr regiert. Und das hat Konsequenzen für Bewegungen, für Organizing, für alle, die versuchen, darauf Einfluss zu nehmen und Widerstand zu mobilisieren. Heute bedeutet auch Stadt etwas anderes, als es noch vor 30 Jahren bedeutet hat. Heute meint man mit Stadt sinnvollerweise eher das, was auf Neudeutsch Global City Region heißt. Es ist also ein Scale-Shift passiert. Es ist jetzt kein Affront gegenüber den Übersetzern, sondern in Deutschland redet man inzwischen halb Englisch über all diese durch die Globalisierung mit sich gebrachten Veränderungen. Dank Globalisierung hat sich auch eine neue internationale Arbeitsteilung etabliert zwischen Stadtregionen im globalen Norden und denen im globalen Süden. Und innerhalb dieser internationalen Arbeitsteilung stehen die Städte im Norden halt relativ privilegiert da. Manche sprechen auch von den Global Suburbs, weil ja ein Großteil der industriellen Fertigung ausgelagert worden ist in die Produktionsplattformen der aufsteigenden Nationen. Stattdessen fungieren die Metropolregionen des globalen Nordens zunehmend als globale Schaltzentralen, Finanz- und Dienstleistungszentren für die inzwischen weltweit betriebene Produktion, aber auch als kulturelle Orte, als Playgrounds für die Reichen und Schönen und Kreativen der privilegierten ersten Welt und natürlich auch der mobilen Privilegierten des Rest der Weltes. Gleichzeitig gibt es statt der Regulationen der fordistischen Stadt heute Deregulation aller Orten, ob im Wohnungsmarkt oder ihr habt ja auch Beispiele für Hamburg genannt, damit auch eine gewachsene Rolle in der Politik, gewachsener Einfluss von Grundstücks- und Immobilienbesitzern in der Planung. Es gibt Public-Private Partnerships, die eine zentrale Rolle in der Stadtpolitik spielen. Wir haben es auch zunehmend mit globalen Developern und internationalen Investoren zu tun, die zentrale Rollen in der Stadtentwicklung spielen und dafür sorgen, dass immer mehr Teile der Stadt, die sich irgend dafür eignen, aufgewertet und gentrifiziert werden. Gleichzeitig mit dieser investorengetriebenen und staatlich unterstützten Aufwertung in den vielversprechenden Stadtteilen haben wir neuartige Mixed-Use-Politiken, die also einkommensstarke Schichten in schwächere Stadtteile bringen und diese aufwerten sollen, und Quartiersmanagements, die benachteiligte Stadtteile vor der Verfalls- und Gewaltspirale bewahren sollen. Wir haben auch mehr Migration, Diversity und neue, andere auf diese Migranten gerichtete Politiken, zunehmend auch mehr Akzeptanz von auch informellen Praktiken gegenüber
und gleichzeitig mehr Abschottung, mehr Segregation, gated communities, mehr Privatisierung von Sozialwohnungen bei den Versorgungsunternehmen, was bis dato öffentlicher Verkehr war, und damit einhergehend wachsende Sicherheits- bzw. Unsicherheitsdiskurse. In der Stadtpolitik spielen Branding, Festivalisierung früher unbekannte Rollen. Jede Stadt definiert sich neu als Event City oder definiert ihre jeweils besondere Nische und ihre besonderen Talente als Alleinstellungsmerkmal oder Standortvorteil in der nationalen und zunehmend auch globalen Konkurrenz. Und damit kommt es zu einer Instrumentalisierung von allerlei Kreativität und kreativen Gruppen, inklusive von Künstler und auch alternativen Szenen, die gezielt eingesetzt werden, um die Stadt sexier, also sprich konkurrenzfähiger zu machen, oder auch um problematische Stadtteile dynamisch zu machen. Die Stadt zerfällt also gesellschaftlich und sozial in fragmentiertere Zonen, der öffentliche Raum erodiert, benachteiligte Orte, Milieus und Gruppen werden stärker ausgegrenzt. Viele Forscher sprechen von Drittweltisierung in unseren Städten, vor allem in den USA, während gleichzeitig neue Revitalisierungs- und Regenerationsprogramme ihre Probleme zu lindern versprechen oder versprachen, denn inzwischen, seit 2008, werden auch diese Programme zurückgefahren. Kurz und gut, also diese Neoliberalisierung der letzten 30 Jahre schuf und schafft auch fortwährend immer neue, äußerst differenzierte Geografien von Deprivation, Enteignung, Marginalisierung, was jetzt seit der Krise, seit wir also den Zombie-Neoliberalismus haben, alles noch verschärft und zugespitzt wird, keineswegs umgekehrt oder verlassen. Wir haben noch tiefere Einschnitte in die sozialen Netze, im Bildungssektor, im öffentlichen Sektor generell, und die Privatisierungsprozesse werden noch breiter. Beides in den USA weit dramatischer als in Deutschland. Aber auch hier beginnen sich auch die kommunalen Finanzen zu verschlimmern, was in vielen amerikanischen Städten zu drastischen Einschnitten in sämtlichen Bereichen des öffentlichen Lebens, zu verfallenden Infrastrukturen und Entlassungen von Lehrern, Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrsleuten und so weiter, also sämtlichen im öffentlichen Bereich Beschäftigten, geführt hat. Und ich frage mich, ob das wirklich die Art der Erfüllung eines eurer Ziele, Leanne, ist. Du hast ja gestern erzählt, dass die Reduzierung der Polizisten eines eurer vordringlichsten Forderungen in Los Angeles ist. Das scheint mir sich zu erfüllen. Das führte aber auch jedenfalls an manchen Orten zu Riesenprotesten, weil nämlich auch die Gewerkschaftsrechte der öffentlichen Beschäftigten damit beschnitten wurden. Gut. Während die Reaktion in Europa relativ vergleichsweise massenhafte Proteste waren, jedenfalls in Südeuropa, haben wir das gestern schon ein bisschen gehabt, die Indignados neue mit ihren Besetzungen, erfinden sie die Demokratie neu in Athen oder in London, die Jugendlichen, denen jede Zukunftsperspektive verwehrt ist, die mit Riots antworteten. In Deutschland immerhin diese Serie von Demonstrationen, wir zahlen nicht für eure Krise, behaupteten sie jedenfalls, zahlen tun wir trotzdem. In den großen Städten häufen sich Mieterproteste gegen die Steigerung, gegen die Verdrängung. In den USA explodiert nicht etwa Urban Riots, sondern es sprießen die Zeltstädte von Obdachlosen und Suppenküchen aus dem Boden. Und die Armutsraten explodieren. Ich habe gestern kurz erwähnt, dass es anscheinend schon jetzt doch zu ersten, auch an der Wall Street, sich ausdrückenden Protesten kommt. Aber wie tragfähig das ist, steht noch in den Sternen.
Zu all der, also zu der Frage, ob das Urbane in dieser Situation eine besonders relevante Rolle für die anstehende transformative Mobilisierung spielen kann, hat David Harvey die These vertreten, dass nicht nur die Stadt der Ort für die anstehende revolutionäre Veränderung sei, sondern auch, dass die Produzenten der Stadt, also die, die die Stadt produzieren und täglich reproduzieren, die noch relativ desorganisiert sind, aber dass sie, also Bauarbeiter, Handwerker, Dienstleistende, Careworker, Bus- und Taxifahrer, Krankenhausangestellte, wie die in den Versorgungsunternehmen arbeitenden, in der Gastronomie Beschäftigte, genauso wie kommunale Angestellte jeder Sorte, sie alle produzieren in seiner Sicht die Stadt, haben deshalb ein Recht auf ihre Stadt und darüber hinaus verfügen sie auch über die Macht, ihre Abläufe und damit die Zirkulation des Kapitals empfindlich zu stören. Und deshalb sind sie es, die die antikapitalistische Transformation oder den Kampf dazu tragen können. Das mag schon sein, denke ich, aber wenn man genauer hinguckt in die neoliberale Stadt, wo die städtischen Auseinandersetzungen jedenfalls bislang stattfinden, dann sehen wir das noch nicht so recht, was er theoretisch avisiert. Aber wir sehen im Gegensatz zur keynesianischen Stadt, die noch als Austragungsort für systembedrohende, also Kapitalismus potenziell destabilisierende Bewegungen bot mit den Kämpfen um kollektive Konsum und öffentliche Infrastruktur. Im Gegensatz dazu bietet die neoliberale Stadt primär zwei Achsen, an denen sich die Konflikte entzünden und entlang derer Bewegungen mobilisiert haben, wobei nicht recht klar ist, wie transformativ jetzt im Sinne von wie relevant für breiteren gesellschaftlichen Wandel diese Kämpfe sein können, weil sie sind zum Teil recht ambivalent. Die erste Bruchlinie oder Achse oder Weak Point, könnte man mit Sendolo sagen, wird von der Stadtpolitik selbst geboten, nämlich ihre Priorisierung der Wachstumspolitik. Also, dass zunehmend die Investitionen in die glitzernde neuen City-Zentren gehen, dass Megaprojekte für Sport- und Unterhaltungszentren finanziert werden, die Kommerzialisierung des öffentlichen Raums und die damit einhergehende Aufrüstung und Überwachung gehören mit zu diesem vorherrschenden Muster von Stadtentwicklung. Das löst allenthalben Proteste aus, die die Formen, also Proteste, die sich gegen die Formen und gegen die Wirkungen dieser Investoren- und konzernefreundlichen Stadtentwicklung anprangern und die genauso die damit einhergehende Vernachlässigung der weniger vermarktbaren Viertel sowie die unternehmerischen Vermarktungsstrategien, mit denen Kommunalpolitiker heute überall konkurrieren, anprangern. Und die zweite Bruchlinie wurde durch die Neoliberalisierung der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik gesetzt, was die unterschiedlichen Mobilisierungen gegen den Abbau des Sozialstaats und für soziale und Umweltgerechtigkeit entfacht hat, auch schon lange vor den "Wir zahlen nicht für eure Krise"-Protesten. Hier bilden sich häufig neue Allianzen, wie wir sie heute Nachmittag ja schon hatten, die Labour Community Coalitions, aber auch in Deutschland kamen neue Allianzen von lokalen Gewerkschaftsgruppen mit Stadtteilgruppen und anderen Gruppen, die sich für die Rechte prekärer und migrantischer Arbeiter einsetzen, zustande. Wo früher Wohlfahrtsverbände, Erwerbsloseninitiativen, Gewerkschaften, Kirchen und progressive Organisationen eher nebeneinander arbeiteten, machen sie
häufiger gemeinsame Aktionen. Das sind noch keine feste Bündnisse, aber es zeichnet sich doch ab, dass man da oft zusammenkommt. In Deutschland, wie gesagt, eher ansatzweise, in den USA bereits konsolidiertere Allianzen, von denen Nick und andere gesprochen haben. Nachdem seit der Krise 2008 nun unsere Regierungen Unsummen von Geldern in die Bailouts und in diversen Stimuluspakete gesteckt haben und die Krise nutzen, um weitere und tiefere Einschnitte bei sozialen Netzen und im öffentlichen Sektor durchzusetzen, haben sich diese beiden Bruchlinien und ihre Konflikte verschärft und intensiviert und sorgen so für, wie ich meine, wachsende Resonanz der Recht auf Stadt-Forderungen und ihrer Ablehnungen des neoliberalen Modells von Stadt. Und immer mehr Konflikte brechen auf, an denen sich Auseinandersetzungen entzünden und unterschiedliche Gruppen kommen zusammen in Kampagnen und Bündnissen. Die Stadt macht es möglich, dass in so Initiativen wie in Berlin Mediaspray versenken, also gegen das große Medien- und Kulturindustrieprojekt, oder in Kampagnen wie Tempelhof für alle oder in der Bewegung gegen die Hamburger Stadtentwicklungspolitik oder auch in den Bürgerplattformen von Wedding und Schöneweide und Neukölln höchst unterschiedlich Betroffene zusammenkommen, die in ihrer Heterogenität zunehmend weniger ein Hemmnis, sondern eher eine Chance sehen, was einerseits eine zentrale Ausgangsbasis dafür darstellt, dass sich hier weiterreichende politische und soziale Transformation entfalten kann, aber andererseits auch die große Gefahr, dass die durch die gemeinsame Kritik am auf Wachstum gerichtete Stadtpolitik zusammengehaltenen Koalitionen auch wieder auseinanderbrechen können, weil Teile davon sich eben im Rahmen neoliberaler Stadtpolitik und Kreativwirtschaft auch gut instrumentalisieren lassen. Darauf habe ich gestern schon etwas hingedeutet und jetzt habe ich, glaube ich, schon lang genug geredet und kann ja später nochmal. Vielen Dank, Margit, für diese Analyse und Einschätzung. Ich finde, das ist schon sehr hilfreich, auch nochmal uns über diese Konfliktlinien zu verständigen und auch das, was du gesagt hast, über die Herausforderungen, Chancen, aber auch Ambivalenzen, die das für politische Gruppierungen, soziale Bewegungen stellt. Ich würde jetzt die zweite Runde und vielleicht auch dann bezogen auf Max und Flo und vor allen Dingen auch auf Sindolo gerne nochmal dafür nutzen. Nick, du kannst gerne auch nochmal dann ergänzen. Genau was dazu zu sagen, wie diese Ambivalenzen und Widersprüche und Probleme sich in der praktischen Arbeit gestalten, weil ich denke, das ist auch ein Teil des Austausches, den wir hier irgendwie versuchen wollen, zu sehen, was für Ansätze wurden in der Praxis gewählt, was funktioniert, was versucht man gerade auszutesten. Deswegen würde ich gerne nochmal euch beiden aus Hamburg die Möglichkeit geben, aus euren Erfahrungen der Mieterinnenorganisation kurz zu berichten und von eurem doch sehr radikalen politischen Selbstverständnis und Anspruch auch zu formulieren, wo ihr Dinge umsetzen konntet, wo ihr auch Schwächen seht, auch eures eigenen politischen Ansatzes. So, okay, dann werde ich jetzt mal kurz anfangen und was über unsere Mieterinnenorganisierung in Wilhelmsburg erzählen. Ich muss dazu sagen, wir sind so ein bisschen da reingeraten eher. Also es war gar nicht so, dass wir das Gefühl hatten, wir haben einen großen Organizing-Ansatz. Genau, da gibt es einen kurzen Film dazu, aber ich erzähle vielleicht nochmal kurz was zu der Situation in Wilhelmsburg. Alles, was wir gerade gehört haben, kann man so ein bisschen wie im Labor in Wilhelmsburg finden. Stadtentwicklung der Zukunft soll da stattfinden. Wie gesagt, das war vorher ein Viertel, was als Ghetto beschrieben wurde, was sehr vernachlässigt war. Es ist relativ groß, 50.000 Leute, und man kann einerseits Mixed-Use-Aufwertung finden. Es gibt Festivalisierung, also 2013 gibt es eine Bauausstellung und eine Gartenschau. Bis dahin soll das alles in Ordnung gebracht sein. Andererseits gibt es große Hochhaussiedlungen, wo eben kein Quartiersmanagement stattfindet und eigentlich auch kaum soziale Arbeit.
die also eigentlich durch Vernachlässigung geprägt sind. Und genau, wir hatten uns immer erst abgearbeitet eigentlich an den Aufwertungen der Altbauviertel, weil auch ein großer Teil der Gruppe da wohnt und das mitbekommen hat. Dann haben wir Kontakt bekommen zu Mieterinnen, die in diesen besagten Hochhausvierteln wohnen, von einer Wohnungsbaufirma namens GAGFA, und die von besonders krassen Zuständen da gesprochen haben. Wir wollten eigentlich erstmal mit ihnen in Kontakt kommen und haben gedacht, wie machen wir das eigentlich? Klingeln wir, gehen wir von Tür zu Tür? Und haben uns dann dafür entschieden, wir machen einfach mal einen Infotisch, weil wir im Prinzip, wir gehen hin und bieten einfach ein Gespräch an. Infos haben wir in dem Sinn nicht, wir können das erstmal nur erfragen, haben im Stadtteil Flugblätter verteilt und... Pause for one second, they're having trouble with the translation, so they're... Ah. They, she announced that they are having technical difficulty and they will not be able to do translation now. Okay, so okay. What are we going to do about it? Carry on. But you can't just speak. We're going to either learn German very quickly or... Yeah, is that possible? Genau, ich habe mir gerade abgesucht und versucht es sofort irgendwas zu machen. Okay, ja, dann wenn nicht, muss ich was nachschieben. Okay. Is it? Is it possible to learn German? No. Is the translation... Is the translation back? She's not able to do it now. Yeah, it's back. Okay, alles klar. The translation of the film? Or what? No, they have problems with it. Okay. Yeah, it's fixed. Okay. Okay, dann, genau, wir haben uns quasi angekündigt, haben gesagt, wir möchten gerne mit euch über diese Probleme reden und hatten an dem ersten Tag draußen, also das Setting war so, dass es keinen zentralen Platz da gibt, auch keinen Ort, wo wir hingehen konnten. Wir haben einfach einen Tisch aufgebaut und 5 Stühle hingestellt und hatten dann 150 Mieterinnen, die dann prompt auf uns gewartet haben, als wir da schon ankamen. Wir waren wahnsinnig überfordert von dieser Situation, weil wir eigentlich dachten, wir wären ganz froh, wenn überhaupt jemand mit uns redet und wenn wir mögliche Sprachbarrieren überwinden könnten, was sich nicht als Problem dargestellt hat. Dazu kam es, dass gerade zu dieser Zeit, es waren -7 Grad draußen, die Heizung seit 2 Tagen ausgefallen war in einem großen Wohnblock und deswegen der Ärger entsprechend groß war, was halt ein Timing war, was gut funktioniert hat. Die Leute waren total sauer und wollten mit ihren Geschichten eigentlich irgendwo hin, hatten das Gefühl, sie werden einfach überhaupt nicht gehört, niemand interessiert sich dafür. Genau, wir haben uns mehrfach mit ihnen getroffen, also die Qualität an den Infotischen und die Menge, die ist eigentlich relativ gleich geblieben und im Endeffekt haben wir einen Besuch abgestattet bei der Wohnungsbaufirma und haben Mängelanzeigen übergeben. Wir sind mit einem Reisebus in Hamburg dann mit vor allem Menschen aus der türkischen Community dann dahin gefahren, haben eine kleine Demo gemacht, die relativ viel Beachtung gefunden hat. Wieder so ein Zufall, weil die GAGFA, genau dem Tag wurde veröffentlicht, dass die GAGFA in Dresden eine Millionenklage bekommt, weil sie irgendwelche Richtlinien nicht einhält. Also im Prinzip hat es eine große Welle gemacht tatsächlich und wurde auch sehr stark wahrgenommen, auch im Hamburger Kontext, wo gerade auch dieser Film und diese Erfahrung dazu geführt hat, dass es im Recht auf Stadt Bündnis oder im Recht auf Stadt Netzwerk, dass da sich vermehrt darauf bezogen wird, wie es eigentlich möglich ist, noch Leute zu erreichen, die bisher noch nicht in dem Netzwerk vertreten sind. Und vielleicht haben wir den Film, wenn nicht, wird es den wahrscheinlich später geben. Wie ist der Stand? Genau, vielleicht nochmal noch was kurz zu den Erfahrungen zu sagen, was ist, was war schwierig, was hat gut funktioniert. Mit dieser Protestfahrt, das war was, was wir sowieso vorhatten. Wir haben uns nicht vorgestellt, dass wir mit so einer Gruppe dahin fahren würden. Das ist was in diesen Infotischen einfach entstanden ist. Und bei allen sonstigen Vorstößen, es gab eine Demonstration, also wir sind schon regelmäßig weiter im Kontakt, war unsere Erfahrung, dass es relativ schwierig ist, mit einer Agenda reinzugehen, mit einer Vorstellung, was wäre jetzt die nächste Aktion. Also im Prinzip wurden wir eigentlich jedes Mal, sobald wir einen wahnsinnig schlauen Plan hatten, was als nächstes zu tun wäre, eines Besseren belehrt, dass Leute auch gesagt haben, nee, also das machen wir schon mal überhaupt nicht mit, aber wir stellen uns jetzt was anderes vor. Genau, das ist quasi was man nicht genau weiß. Kontinuität ist schwierig. Wir hatten immer Leute an den Infotischen, selten zweimal die gleichen. Also es war relativ schwierig, trotz persönlicher Ansprache und Anrufen und E-Mails und was weiß ich nicht alles, da eine Kontinuität aufzubauen, was es immer wieder schwierig macht und immer wieder auch unplanbar, weil man nicht genau weiß, was werden diese 25 Leute, die da sein werden, jetzt mit uns machen wollen oder wollen sie überhaupt. Das ist was sich so ein bisschen durchzieht und was... Ja, wo ich auch interessiert daran bin, eigentlich im Laufe von so einer
von so einem Panel mitzubekommen, wie andere Leute dieses Problem lösen und ob es es überhaupt so gibt. Genau, vielleicht soweit erstmal zu Wilhelmsburg. Okay. Dann mache ich mal weiter mit Altona. Was lief gut, was lief schlecht? Als erstes mal, was lief schlecht? Wir sind eigentlich zu spät dran. Ich glaube, du hast es auch ein bisschen so für Wilhelmsburg gesagt, ne? Dass wir mit beiden Organisierungen eigentlich angefangen haben zu organisieren, als die Viertel bedroht waren in ihrer jetzigen Struktur. In meinem Fall, im Fall von Altona, sieht das so aus, dass rings um dieses Viertel herum schon, dass es eingekreist ist durch Viertel, die bereits gentrifiziert sind, dass das ein Viertel ist, was ehemals ein typisch fordistisches Viertel, sozialpartnerschaftlich organisiert, für Arbeiterinnen auf einem hohen Niveau gebaut wurde, zum Beispiel mit der ersten Fußgängerzone Deutschlands, also für die Reichen der Konsum in der Innenstadt in Hamburg, für die nicht zu Reichen eben dieser Massenkonsum in eher der Peripherie. Und dass dieses Viertel ist in den letzten Jahren ein bisschen runtergekommen und besonders diese ehemals sehr gut angenommene Einkaufsstraße ist runtergekommen. Und es ist ein bisschen so, es ist so ein unfertiges Viertel, was für Raumpioniere zum Beispiel attraktiv ist, aber für die Mehrheit der Bevölkerung, die da lebt, wirkt gerade diese verfallene Einkaufsstraße, so analysieren wir das jedenfalls, als Bedrohung. Und zwar als Bedrohung dahingehend, dass alte Ansprüche verschwinden. Genauso wie in der sonstigen Sozialpolitik sie im Stich gelassen werden von ehemals sozialpartnerschaftlich organisierten kooperatistischen Regelungen, werden sie mit dieser Straße, und sinnbildlich steht die verfallene Straße dafür, werden sie im Stich gelassen. Und in so einer Situation gibt es, denke ich, zwei Möglichkeiten. Entweder, ach so, man muss dazu sagen, Entschuldigung, jetzt ist eben die aktuelle Planung, dort den weltweit ersten Innenstadt-IKEA hinzubauen. Und die Mehrheit der Leute ist auch begeistert davon, eben weil sie das unmittelbare Interesse haben, dass dieser Verfall, der auch für Verfall der sonstigen Sozialpolitik, für ihre Verarmung steht, eben beendet wird, dadurch, dass irgendwas kommt. Und natürlich führt die Ansiedlung von IKEA schon bevor IKEA noch kommt dazu, dass die Mieten steigen, erstmal vom Gewerbe, aber natürlich auch die Wohnungsmieten. Und in so einer Situation kann man, glaube ich, auf zwei Weisen darauf reagieren. Einmal mit Verzweiflung, dass die Leute sich unterwerfen, in diesem Fall einem IKEA unterwerfen. Oder man nimmt sozusagen diese Sorge um alte Ansprüche, um alte auch erkämpfte Ansprüche des Sozialstaats und so weiter ernst und versucht, das aufzubrechen, diese Unterwerfung, dahingehend, dass man das als Ausgangspunkt nimmt, miteinander über ein Recht auf gutes Leben zu reden und zwar darüber über die konkreten Issues der Leute, über die konkreten Anliegen der Leute, die sie in ihrem Alltag im Viertel haben. Und das haben wir getan in Form von Stadtteilversammlungen. Wir haben mobilisiert zu Stadtteilversammlungen. Das ist für den amerikanischen Kontext jetzt nichts groß Neues. Für Hamburg ist es das tatsächlich, also dass eine Stadtteilversammlung macht, wo tatsächlich 250 Leute, 300 Leute hinkommen und miteinander reden über die Entwicklung, die im Viertel passiert. Das wird auch immer wieder aufgegriffen als Erfahrung im Recht auf Stadtnetzwerk. Es hat allerdings die Beschränkung, dass zu solchen Versammlungen doch eher diejenigen hingingen, die sich in so Umstrukturierungsprozessen noch am ehesten artikulieren können, die ihre Interessen artikulieren können und vertreten können. Und dass diejenigen, die als erstes von Verdrängung, von steigenden Mieten und so weiter betroffen sind, die wegziehen müssen, die kommen eben doch nicht hin. Und deswegen haben wir auch damit begonnen, ins Viertel reinzugehen. Wir wollen trotzdem an diesen Stadtteilversammlungen festhalten. Wir haben ein Selbstverständnis als Organisierung, als permanente Stadtteilversammlung. Uns ist klar, dass so etwas wie eine Stadtteilversammlung eher an bewegtere Zeiten geknüpft ist, wo es ein großes Bedürfnis gibt, sich auszutauschen und so weiter. Oder wie jetzt auch gerade in Griechenland, wie in Spanien.
Wir wollen trotzdem daran festhalten, wir rechnen damit, in schlechten Zeiten sitzen wir da eben zu 20. Und haben aber, wenn es bewegtere Zeiten gibt, haben wir schon mal eine Plattform für die Menschen, um sich auszutauschen und zu überlegen, wie Widerstand geleistet werden kann. Wir denken, dass sowas von alleine, wie gerade in Griechenland oder Spanien, in Deutschland nicht passiert. Deswegen versuchen wir es zu institutionalisieren sozusagen, als Stadtteilversammlung von unten, aber ohne Institutionen, ohne Parteien. Ich höre, es wird noch übersetzt, deswegen warte ich. Was hat nicht so gut funktioniert? Also einmal durch das Selbstempowerment, das wir betrieben haben und was die Leute betrieben haben, die sich bei uns organisiert haben. In so einer sozialpartnerschaftlich organisierten Viertel ist es leider sofort dazu gekommen, dass wir uns Informationen angeeignet haben und indem wir informiert gesprochen haben, haben die Leute sofort begonnen, ihre Interessen an uns zu delegieren. Das heißt nicht, sich mit uns gemeinsam zu organisieren, sondern wir haben so gesprochen, wir haben die Informationen und wir geben sie euch und wir fordern weitere ein, aber es hat sich keine gemeinsame Dynamik entwickelt. Es ist uns auch noch nicht gelungen, eine adäquate Sprache zu entwickeln, eine Sprache des Zorns, die tatsächlich ein Recht auf gutes Leben der am meisten von Verdrängung Betroffenen einfordert. Stattdessen haben wir eher, zumindest in den Veröffentlichungen, eine Sprache eher in der Tradition klassischer Bürgerinitiativen. Wir informieren euch. Aufgebrochen ist das durch das, habe ich schon gesagt, wir sind ins Viertel reingegangen, wir machen One-to-Ones, wir reden mit den Leuten und da funktioniert es auch sehr viel besser, eine gemeinsame Sprache zu finden und so weiter, aber bei den Veröffentlichungen sind wir immer noch ganz klassisch. Was nicht so gut klappt, Begrenzung von Plänen. Du hast es gerade schon gesagt, man macht sich große Pläne. Ich finde das auch richtig, also dass im Organizing viel mit Plänen arbeitet, um über den Tag hinaus zu planen, um nicht von einem Infostand auf den nächsten Infostand sozusagen sich hinzuwursteln. Aber es gibt auch in unserer Erfahrung die absolute Begrenzung von Plänen und dass Pläne funktionieren. Zum Beispiel haben wir es versucht, ganz klassisch mit in so einem Sozialbaublock, wie er hier gleich auch um die Ecke ist, so ein Riesenmonster, was gerade aufgewertet wird durch Sanierung, wo Penthouses oben reingebaut werden, wo die Mieterinnen verdrängt werden, da klingeln zu gehen, die jeweiligen Anliegen der Leute aus den Wohnungen rauszufinden, auch Lieder aufzubauen, so tatsächlich, es hat gewisse Weise für eine Zeit lang geklappt und dann ist alles in sich zusammengebrochen und wir haben tatsächlich einen Zufall gebraucht, nämlich den Zufall, dass ein Dönerladenbesitzer, migrantischer Dönerladenbesitzer, in den Hungerstreik getreten ist, weil er rausgemobbt werden sollte durch einen der schlimmsten Immobilieninvestoren, die wir im Viertel haben. Und darüber haben wir eine Aufmerksamkeit bekommen, dass wir dagegen protestiert haben mit ihm zusammen und sind ins Gespräch gekommen und inzwischen sind wir jeden Tag im Gespräch, wobei ich einschränkend sagen muss, nicht ich, sondern Leute aus unserer INI, ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, aber zum Beispiel Leute, die in Rente sind und die wirklich jeden Tag draußen sind im Viertel und mit den Leuten reden. Und darüber ist es auch gelungen, jetzt Menschen kennenzulernen, die von steigenden Mieten, von übertriebenen Sanierungen betroffen sind, die zusammenzubringen, um dann gemeinsam Möglichkeiten des Widerstands auszutauschen gegen steigende Mieten und darüber aus den Wohnungen raus zu müssen. Noch eine Erfahrung, was nicht klappt, man kann mit Nachbarinnen, ich glaube, ihr habt diese Erfahrung auch gemacht, nicht über Stadtplanung reden. Den Raum, den wir uns jetzt gewählt haben, das ist der Raum, der durch die Administration, durch die Verwaltung bestimmt ist. Hier, das ist das Zukunftsplangebiet, das wird umstrukturiert. Das existiert für die Nachbarinnen so nicht. Wir müssen reden über das, was bei den Leuten konkret anliegt und das dann möglicherweise in einem weiteren Schritt verknüpfen mit einer Stadtplanung. Aber erstmal bleibt das völlig abstrakt, wenn man über Stadtplanung redet. Was gut geklappt hat, ist sowas wie ein internes Empowerment in den Initiativen, also schon zu Zeiten von Kein IKEA in Altona. War es in einer Ausnahmeerscheinung im Recht auf Stadtnetzwerk, dass tatsächlich fast jeder aus der Initiative mal gegenüber der Presse oder auf Versammlungen geredet hat. Das ist sonst absolut nicht der Fall. Man sieht immer dieselben ein, zwei Gestalten, zumeist die Initiativen repräsentieren nach außen. Fällt dir dazu noch was ein?
Dann wäre ja noch die Frage, was können wir von angelsächsischen Organisierungsmodellen lernen, ne? Also zum einen ist natürlich diese Herausforderung, die wir haben, so, es ist aufgekündigt worden, so ein tripartistischer Kooperatismus, der ist einseitig aufgekündigt worden von unten, wir haben noch keine Entsprechung gefunden, Gegenmacht zu organisieren, tatsächlich in Organisierung, ohne dabei einen identitären Standpunkt außerhalb einzunehmen. Das können wir von Organizing lernen, ganz klar, und vom Transformative Organizing, dass man dabei auch den Rahmen kapitalistischer Entwicklung und so weiter in Frage stellen muss, um nicht in so einem voluntaristischen Hamsterrad zu landen, immer eine Organisierung nach der anderen, eine Mobilisierung nach der anderen. Und natürlich sowas wie Workers' Centers, also das ist was, was wir zum Beispiel immer nur vorhaben, aber das, was noch nie geklappt hat, was ich vorhin meinte, zum Beispiel zu dem privatisierten Krankenhaus, in dessen Einzugsbereich wir liegen, da, wenn Tarifkämpfe sind, so eine Organisierung, Unterstützung hinzubekommen, das würde sich anbieten, weil von uns auch Leute in der Pflege arbeiten, auch in diesem privatisierten Krankenhauskonzern. Das wäre sowas, was wir uns vorgenommen haben. Aber ausprobiert haben wir es noch nicht. Vielen Dank für diese Berichte aus Hamburg. Ich würde jetzt gerne noch mal Sindolo fragen. Erstmal, genau. Sindolo, du hast gesagt, ihr seid erst 3 Jahre aktiv. Also ihr habt jetzt nicht eine 20-jährige Geschichte, aber auch ihr habt ja verschiedene Sachen auch schon ausprobiert. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist einer eurer Schwerpunkte nicht Housing, sondern Public Education, also der Bildungsbereich und eine Organisierung in diesem Bereich. Kannst du ein bisschen auch was zu den praktischen Erfahrungen eurer Organisation erzählen, bitte? So, again, a little bit of context. Durham, North Carolina. It's kind of funny that I was selected for the like urban panel, because of the people from the United States, ours is the smallest city. There are 200,000 people in Durham, North Carolina. And on that map, the map of black people in the United States, where you saw kind of in the lower right-hand corner, the southeast of the United States. We're kind of on the northern end of that belt. It's called the Black Belt, right? Durham as a city is interesting because it is the most politically progressive city in North Carolina. But its closest, the closest areas in North Carolina in terms of being progressive are not cities. Right? In North Carolina, the other parts of the state that are progressive are, again, the majority African-American counties in the Northeast, right? Which are largely rural areas. So when we think about our strategy, we're thinking not just about what's happening in our city, because we understand that because of the way that government is structured in the United States, that a city, in particular a city that's majority people of color, can be isolated, and that the ordinances or the law, the local laws that we try to fight for can be overrun by the larger state legislature and government, right? So at the state level is where we see some mechanisms for creating places of resistance and transformation. Obviously, that's still within a capitalist system, so we want to go beyond that. But we look at Durham not just as a city in isolation or like as a global city that's its own thing and then connected to the rest of the world, but as a city in particular in the context of North Carolina and then in the context of the Southeast, in particular the Black Belt. So Durham used to be built around tobacco production, and
the tobacco factories largely closed, and now it's a part of a larger metropolitan area, which includes two other cities, called the Raleigh-Durham area, or the Research Triangle Park, because the main engine for the economy in the area is research and development for corporations. And so there's a lot of pharmaceuticals, a lot of biotechnology kind of stuff. So that's kind of background of where Durham is. Now, we started our organizing around education for a number of reasons. When we were looking at the shift around from the tobacco production to this kind of intellectual work that was largely being done by higher paid people, right? We didn't feel like as a first start where we needed to go was Research Triangle Park, or what was the biggest employer in the city of Durham itself, which is Duke University. We didn't feel like that's where we wanted to start. We felt like where we wanted to start, again, looking at that question of the leading forces or the weakest link where we can make a breakthrough, was where low-income people of color were fighting back, or could be fighting back, against cuts to the public sector. And when we were looking at all the different areas that were being attacked, we felt like education was strategic because for a few reasons. One, which made it a lot easier, was we had a comrade who had been working in a local public high school for at least 4 or 5 years before. So there are a lot of relationships that were already built there. But more importantly, public education is one of the few public institutions within the United States that's still affirmed as a public good, and mostly. In North Carolina, there is now a group of people who are calling for the end of public education, but it's one of the few institutions that a lot of people in the US would say, yeah, that's a public good, it should exist, right? Whereas other things are much more iffy. So we thought that gave us an advantage. Two, we felt like it was an area where low-income people of color and middle-income folks and white people who thought that they were middle class, which is a term that we contest, but we felt like that's a place where their interests converged. And in particular, it was a place where low-income people of color could actually provide leadership to folks who did not understand why the American dream was now failing them, right? So the example I was hinting at earlier, when we were starting to decide if we were really gonna go into education, we started going to public hearings about the budget cuts. And there was this huge forum for Durham's about 250 people, which was surprising to us because at these kind of local meetings, like the next year, there were like 22 people. So there are all these people who are in this forum and who are just enraged, which was shocking to us because Durham doesn't really have, at this period of time, like a really militant, active movement where people are doing that kind of thing. So we get there, everybody's kind of talking to each other, grumbling, angry, and I remember there is this... this white guy who got up, went to the mic, and in front was the school board and the county commissioners, right? So the school board are the people who make the decisions about how the local school district for Durham is gonna be run. And the county commissioners are the people who determine a significant part of their funding. Some of it comes from the state, another part comes from the county. So the county commissioners and the school board are sitting up front, and they're just listening to what people have to say about the kind of budget cuts that are on the table. So this white guy, tie, button-up shirt, walks up to the mic very calmly at first, and he says, you know, I thought America had a kindergarten through college education system. And you came in through kindergarten, you got to go all the way through till you got your degree. And my son, wants to go to the University of North Carolina, Chapel Hill, which for a public university in North Carolina is seen as pretty elite, right?
And in order to do that, he needs to take advanced classes that will look good on his record. And what your budget cuts are doing are cutting out those advanced classes. And so what that means is that my student isn't going to be able to get into the University of North Carolina, Chapel Hill. And you're cutting the chain. What I'm seeing is happening is that you're cutting the chain between education and jobs and the future of my child. And by the end, he was crying, right? So he goes and he sits down. And this black woman walks up to the mic and she says, I'm gonna read a poem. And it's called I Am That Woman. And she starts off and she says, you know, you watch television and they say there are all these black women having all these babies. I'm that woman. I have 4 children. You watch television and you hear that there are people who don't have jobs who are living on welfare. I am that woman. And she goes on and she lists all of these images that are put out there that are supposed to demonize her, right? And she totally claims them. And at the end she says, I know that I'm not supposed to get ahead, right? But I know that if I don't fight, I'm not going to. And what was interesting in that moment is that she ended in this point of absolute clarity and rage and saying she's going to do something, where this guy who started before was confused. Why is this breaking down, right? And following the black woman who was speaking, this white guy came in his overalls, right? And he had this textbook that was falling apart. And he pulled up the back cover of it, and it was just kind of like dangling in pieces. And he says, this is the shit you're giving to my son. And he just threw it at the county commissioners, right? So me and my comrade Brian are sitting in this room. We're like, this is great. We should start an education campaign. These people are so ready. That kind of energy going out there and seeing people from a range, right? A really different range, saying that they were all interested in this fight was inspiring to us. The other piece that was important was that we want to move from fighting against things, right, to moving towards our vision of what we want, right? And that's not just putting out demands, but it's also helping our base, helping the folks who we see as at the core, begin to see themselves as people who should be governing society, right? So we talk about building working class power, which doesn't mean we want working class people in electoral offices, right? But it means that we actually want working class people to be organizing amongst themselves to begin to govern society, right? And that happens through struggles, and that happens through the political education process. So what we were looking at education, what we saw was that at the smallest level of government that we could get at is the school board. And school boards in the United States, or I guess I should say in North Carolina, because I'm not sure in every place. But in North Carolina, school boards are nonpartisan elections, which means that you don't have to have a registered political party to participate in them. And what we felt like that allowed us to do was we would have a lot more freedom to move around and create organizational forms that allow us to put members into positions of power, but not in this like career politician kind of mode, right? But where their actual base could be the place where they're coming from. We don't need to form a political party within the structures of the existing system in order to move that forward. So the fact that we had relationships, the fact that public education was supported as a public good, the fact that a wide range of the working class was interested in the struggle around education, and in particular that working class people of color and women could be were exercising leadership, and then the fact that we felt like the school level of government was a place where we could really begin to make some interventions is what singled out education for us. Good and bad things that happened. So in terms of good things, the proposed cuts in 2010
in the county of Durham, they were proposing to cut 256 teachers. Through our organizing, we were able to save all of those jobs. And one of the most exciting moments for us was this march that we did. And it started at Hillside High School, which is the high school where almost all of our work had been concentrated. And it went for 2 miles downtown to the county commissioner's building. And as we were walking down the street, there was this elderly black woman at a bus stop who had this big grin on her face, you know? And she said, "I haven't seen anything like this since the 60s. And so we're all crying. We're like, yeah. And of course, it was really exciting for us to have 250 folks who everyone else said, well, these students don't care, right? They won't move. They're not going to go. But as soon as we said, like, we're going to challenge something, we really want to transform something, we said, yes, and you can bring your dance troupe and, you know, like, we're going to have a DJ playing before and we're going to have speeches after. The students really turned out. And unfortunately, we didn't plan it very well in terms of our target, so they weren't even there when we got there. when we got downtown, the county commissioners weren't in the building. And actually, at that point, where we needed to be more focused was on the school board, so we made some mistakes around like how we're going to do our mobilization and our targeting. What ended up happening through that process was we got a whole bunch of student leaders who were excited about it and who came to all of these county commissioner meetings, school board meetings, and would get up and just totally school the commissioners or the board members. One of our members, Zaria, I remember, we had been working with her for 3 months. She's brilliant, right? Refused to speak in public. And she would run a meeting, but she wouldn't talk. And we're all sitting there. We've made the comments of the folks who had said they were going to talk. And one of the school board members said, you know, we have to make hard choices. And she has her nephew on her hip. And she just screams out, "What?" And she gets up with her nephew, and she storms to the front of the room. And she says, "This is my nephew, and you're telling me the hard decision is that he's not going to get an education. Right? And I don't know why you're sitting on that board, and if I have anything to do with it, you won't be." And then she turns around and she walks away, right? So the real breakthroughs that we felt like we made weren't so much around the fact that we were able to save those jobs. That was great. That was powerful. And I think if we had lost it all, people wouldn't have been as excited. But what we felt like was the real breakthrough was the folks who we'd been organizing with seeing that it was possible to make those interventions. And in particular, seeing the necessity of moving beyond the immediate issue and talking about bigger things, which connects to another mistake I think we made where we underestimated where our members were at or where they could go. So when we came in, we were like, okay, you know, we're communists or we're Marxists, but you know, our base isn't, and we need to start really slow and talk about budget cuts, because that's what people care about. I remember I called this emergency phone call because we were supposed to talk about whether we were gonna compromise and negotiate around our demands, because our original demands were no cuts at all. And what we felt like we could get a majority vote on was no layoffs for the teachers. And that was the majority of the budget cuts that were coming down, but there were budget cuts that were being made. Teaching assistants were being fired. Janitorial staff were being fired. Different programs were being cut, right? And our original demands were no cuts at all. Education access for all, regardless of immigration status, and collective bargaining rights for public employees, right? And a little bit of explanation around that, the budget cuts I think is self-explanatory, but the education piece, when we started doing the organizing with students, all we were talking about really was budgets, and it was from the students themselves. They said, well, that's not enough, right? Like, we don't, what does it mean, for example, a number of the folks who were most active were undocumented
students, undocumented immigrants, in our group, and they said, well, once we finish high school, what can we do? In North Carolina at that time, they weren't allowed to register for a community college. And they were like, what are we gonna do? So they were like, if we're gonna talk about budget cuts, if we're gonna talk about education, we wanna talk about access to education at all levels, regardless of immigration status. We said, great, put it on there. We were working with the local teachers union. They said, not great, don't put it on there. If you do, we leave. And the students said, get out. So what happened was the teachers union left. They still, basically when there's, this year when we, or in 2011 when we were doing another round of budget cut fights, they called us and said, hey, we're doing this coalition, come help us. And basically we ran their campaign. So we still have a relationship with them. We still work with them. They still look at us, you know, sideways and are kind of like, oh, those are those radical people who want to talk about everything under the sun. In fact, they wouldn't even stand with us on the right to collective bargaining. So in North Carolina, it is illegal for public sector workers to collectively bargain. And so that was one of the demands that we put on there. There is a more progressive union in North Carolina that works with public sector workers called UE150 that does not include the teachers. And the teachers union said, well, you know, all we can win on is budget cuts. So we don't want to talk about immigration and we don't want to talk about collective bargaining, right? And again, it was the students, UE150, and then some of the teachers who we'd been organizing, who some were in and some weren't in the union, who said, no, we need to fight on all of these things, because the point isn't that here's the concrete win, and on each of these, there's gonna be, you know, we're gonna get a favorable decision from decision makers, right? But by connecting these issues, we're helping our communities understand better what's going on and what the agenda is that we're struggling against, right? So at the end of our campaign, it's true that we had won 256 jobs, or we had kept them, right? But interestingly enough, the folks who we had been organizing with were very, very critical of the win, right? They said, well, we compromised and we didn't get no budget cuts, right? And the way that we won it was through a property tax increase, which is not the most progressive form of taxation. It's basically taxing on houses, right? So they were like, well, this isn't going far enough. This isn't making all the connections that it needs to make. And we want to go further. We want to talk about something deeper. And so one of the things that we really learned from that is that we didn't need to hold back in the beginning to say, oh, people aren't ready for those things, that consistently, in particular, the Black and Latino youth we were working with were pushing the boundaries. And they were the ones saying to the teachers union and to us, like, let's step it up, right? And by the end of our campaign, I was being cornered and accused of limiting the political discussion to reform by a 16-year-old. So, and I had nothing to say. I was like, yes, I actually did do that. I thought that's what organizing was, and thank you for my political education. What happened this year is that we tried again to get involved in the budget cut stuff, and we thought, you know, there's this massive protest and occupation in Wisconsin, right? And we were like, now's the time, right? Like, we got to get out there. We got to mobilize people. We got to be bold. I had this whole proposal. I was like, go bold, go broad. And I was so excited about it. And we were going to have this statewide coalition. It was going to be so exciting. And it totally collapsed. Totally collapsed. We got in the room, everybody was excited about it, and then the kind of, I'm sure you guys are familiar with, like,
The folks with weight in the room, the larger organizations, were like, well, why are we starting a new thing? Can't everybody just come to the meetings that we already do? And, you know, why are we talking about just budget cuts? We have this 14-point agenda, and we're not really sure which one we're going to focus on right now, but, like, why don't we have conversations about that? And the meetings just drug on and on and on and on and on, and it just died, right? And one of the lessons I think we took from that is that in our context, in North Carolina, which has the lowest level of unionization in the United States, right, and does not have a large level of organized base, right? Like, we can't jump into these massive mobilizations, and there's this conception, I think, of a lot around the moment of crisis being this enormous opportunity where we can just turn out so many people. And I thank God for things like Greece or Spain or whatever, where somehow, I don't know, it seems to happen, right? I don't really understand. I wish I could just go on Facebook and be like, hey, y'all, meet me at the square. Like, we're going to do it. And I haven't heard, and I want to hear more about, like, how that mobilization actually happens. But, like, the level of disintegration, the level of individualization, and the level of normalization of just the shitty conditions that people are living in, like the idea that we can mobilize people because they're angry or because shit is fucked up, hasn't worked for us, right? And that there's a whole layer of, I think the guy from the community organizing here in Berlin was saying the hope aspect, mm-hmm. right? That's, in our context, incredibly missing, right? That people know things are really bad, but the idea that there's some possibility for transforming that is largely not there. And the level of organization really affects that. And that for us, what we've seen is that having a revolutionary theory is one of the pieces that helps people understand what's possible. And that when we combine that with our immediate fights, somebody who started with our work, I remember I would talk to her about, you know, well, this is how capitalism works, and this is why we need to have communism, blah, 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 blah. And she was like, the Earth is going to be destroyed in 10 years. You know, the planet not self-destructing, we're destroying it. I have no hope. But, you know, working around you guys makes me kind of happy, so I'm going to keep doing it. And 2 years later, she's helping us run our political education school, and she's like, I am so excited about this. I know we're gonna win, we're gonna build a new communist party, and we're gonna be moving forward, and this is so great. And I'm looking at it, and I'm like, you know, what were all the pieces that went into this transformation, and how do we expand this, right? And that's the last piece. I'm sorry, I've been going on, I have a problem with that, but. The last piece for us is that we've been able to do this at a super small scale. To give you a sense of what we're working with, we don't have paid staff. I'm kind of glad to be talking on the panel with y'all. We're a very new project. All of the people who are doing the work are doing it on a volunteer level. Basically, there are four, we just got reduced to three, people who have prioritized this work. And we've been able to make these breakthroughs with small numbers of people. And one of the things that we're really trying to figure out is how do we do our base building work in a way where that can grow, right? And that we don't want that to happen in a, we want that to happen in a way that is sustainable and that is rooted in our communities, right? So we are cautiously easing our way into like nonprofit structures, but currently we don't have one. And one of the things we're trying to think about is that it's not gonna be possible to staff through foundations every single organizer that our communities need. So one of the big questions that we have is, well, how are we gonna do that? And some of the dinner conversations that we have is like, well, how are we gonna get some land? How are we gonna get a house? Who's gonna live with who? You know, all these kinds of questions, but that's a big challenge for us. I think we've learned some lessons about how to combine the theory and the practice, and now we're trying to figure out how to expand that. Fragen, Kommentare. Ich denke, wir öffnen es jetzt und ihr könnt noch mal gerne kommentieren, aber erstmal
das Publikum euch zu Wort kommen lassen. I thank you for the interesting panel. I just have a very concrete question for Nick. And I just wanted to ask you to elaborate a bit on your relationship or the Enlon's relationship to trade unions. I understand that the various worker centers that participate in them have various kinds of relationships to trade unions, but maybe you can say a bit on trends and possibilities, problems. Gibt es noch weitere Fragen? Wir sammeln erstmal. Peter, ganz hinten. Ja, zu Hamburg hätte ich noch Fragen, weil das hat sich schon so angehört, dass ihr jetzt nicht direkt aus den Stadtteilen kommt. Ist das richtig? Also weil es war ja schon mehrmals immer so die Rede davon, also dass die, also ihr und die anderen, also seid ihr, weil eigentlich, also seid ihr ja selbst Teil der Bewohnerinnen, also das ist ja eigentlich bei Stadtteilen oft einfacher, wenn die Leute schon nicht mehr in der Fabrik arbeiten, zumindest in den Stadtteilen noch zu wohnen, weil das finde ich ja auch wichtig, eine ähnliche soziale Realität zu haben, weil das vermindert ja auch die Distanz. Und die zweite Sache ist auch nochmal diese ganze Frage mit der Kreativ- und Kunstindustrie, also weil das ist ja auch durchaus innerhalb der linken Debatte sehr fraglich, also sagen wir es zumindest so, dass also auch da Künstlerinnen und Künstler natürlich das Recht beanspruchen, auch in solche Stadtteile zu ziehen. Und ist es denn jetzt, sagen wir mal, strategisch und taktisch überhaupt gut, das eher abzuwehren oder es zu versuchen, mit denen zu verbünden? Ich meine, genau diese Diskussion läuft ja teilweise zurzeit in Nordneukölln, ich denke mal, wo auch durchaus innerhalb der linken Bewegung es da durchaus Brüche gibt. Und bei euch hört es eher so an, dass ihr das kritisch seht, die ganze Kunst, also diese ganze Kunstszene. Ja, also was mir, also eine der Dinge, die bei dem sowieso sehr unterhaltsamen Vortrag von Sendolo mir wichtig sind, ist, glaube ich, diese Beobachtung und die Erfahrung, dass die Leute oftmals schon viel mehr committed sind und viel radikaler sind, als man denkt. Also das heißt, also wenn ich das richtig verstanden habe, geht man sehr vorsichtig da rein. Man selbst hat dann große Ideen, ja, und denkt, man muss jetzt ganz vorsichtig sein, aber die Leute sind schon in sich sehr wütend und haben teilweise sehr radikale Vorstellungen und erwarten das auch. Und ich finde das wichtig, weil ich habe mich vorhin irritiert an dem Beispiel, eurem Beispiel in Hamburg, zu sagen, Stadtplanung geht nicht. Ja, das ist Max, aber es ist ja, ja, ihr habt das ja beide zusammen vorgestellt, weil, also ein ganz anderes Beispiel jetzt aus Frankfurt, wo durch den Umzug der Universität aus Bockenheim nach in den Stadtteil Frankfurt-West denkmalgeschützte Gebäude entweder abgerissen, verkauft oder umgewidmet werden sollen. Und das Interessante ist, die Leute machen ganz viele Dinge. Sie gehen in das Gebäude rein und nutzen es als multikulturelles Kulturzentrum. Einfach so. Aber gleichzeitig führen sie eine ganz gezielte strategische Diskussion über die Stadtentwicklung Frankfurts. Und das machen Leute aus dem Stadtteil. Dass sie sagen, die Barriere, die durch eine Schnellstraße genau da ist, die muss überwunden werden durch eine neue Nutzung. Ja? Also, und ich finde es wirklich interessant, dass diese Leute, ja, also ich meine, sozusagen durch alle Generationen hinweg sich über die Nutzung dieses alten Universitätscampus richtig massiv engagieren in der Stadtentwicklung von Frankfurt. Also etwas auch jetzt, was mit Durham vergleichbar ist, was seit den 70er Jahren so gar nicht mehr stattgefunden hat. Weil das letzte große Stadtentwicklungsprojekt, der Grüngürtel, war letztlich ein Projekt, also was wir alle toll fanden, aber war letztlich ein Projekt einer kleinen linken, links-grünen Gruppe. Ja.
ja, also unserer Freunde, ja. Aber ich meine, dass es wirklich aus den Stadtteilen kommt, ja. Also, und das finde ich, das geht in die Richtung auch von Sendolo, also nämlich eine sehr viel weitergehende, schnell radikalisierte Zielsetzung, ja. Und ich finde, also daraus kann man ja eigentlich nur die Lehre ziehen. Wir haben so eine, in Deutschland ist das sehr verbreitet, so eine hegelianische Vorstellung. Man muss die kleine, konkrete Erfahrung machen, im Kleinen anfangen und es dann immer größer ausbauen. Aber manchmal sind die Leute schon ganz schnell beim Großen. Ja? Weißt, und wir verpassen es als Leben. Ich weiß nicht, ob das nur eine deutsche Vorstellung ist, aber wir nehmen jetzt noch zwei Beiträge hier aus dem Publikum und dann noch Margit und dann nochmal eine Chance, hier auf dem Podium darauf zu reagieren. Ich habe auch eine Frage an Nick Theodor über Endelon. Und zwar würde ich gerne wissen, was das Verhältnis von Endelon zur Immigrant Rights Bewegung ist und damit verknüpft, was es für Debatten oder ob es Debatten um die spezifische Ausformung der, einer Einwanderungsreform gibt. Weil soweit ich weiß, ist ja schon die Frage, Legalisierung, also es ist ja so, sieht ja so schwer genug aus im Moment, sehr schlecht, aber was sozusagen, welchen Preis man bereit ist zu zahlen für eine Legalisierung, der Handel ist ja normalerweise immer eine Verschärfung der Einwanderungspolitik auf der einen Ebene für eine bestimmte Legalisierung und daran geknüpft dann auch die Frage Gastarbeiterprogramm, ja, nein, weil wie du zu Recht gesagt hast, Andelons oder die Day Labor, der ihr Anliegen ist ja vor allem, das Recht sich zu erkämpfen, nach Arbeit zu suchen. Genau. Und die zweite Frage wäre, ob das nicht auch ein Moment von transformativer oder transformativem Organizing ist, zum einen gegenüber den Gewerkschaften, denen gezeigt zu haben, wir können auch in so einem Sektor oder auf so einer Ebene kann man auch organisieren. Also ob man nicht auch transformativ auf die Gewerkschaften wirkt und das andere eben auch in der Migrationspolitik, ob es dort nicht auch transformative Momente gibt. Ich habe nur zwei ganz kleine empirische Fragen, die eine an die Hamburger oder Max und die andere an Sendolo. Max, du hast immer von wir geredet, über eure Initiative, aber entweder ich habe es nicht mitbekommen oder du hast es verschwiegen. Also wie genau stelle ich mir dieses wir vor? Ja? Wer seid ihr? Wie viele? Wie alt? Was machen die Leute so beruflich? Wie finanzieren sie sich? Also solche Basics halt, ne? Fände ich gut zum Begreifen der ganzen Veranstaltung. Und zu Hamburg selber und den Künstlern kann ich vielleicht danach in der Antwortrunde auch noch was sagen, zusätzlich zu euch oder ich weiß nicht, was ihr dazu antworten wollt. Und an Sendolo die Frage, bei euren Diskussionen, über die du am Schluss gesprochen hast, wie ihr so weitermachen wollt, wo ihr ein Haus herkriegt und wer mit wem wohnen wird und so weiter, wo ihr Land herkriegt. Thematisiert ihr da auch so Möglichkeiten, wie die Leute in Miami von Take Back the Land? Also, dass ihr euch vielleicht Land nehmt, besetzt, Häuser besetzt oder so? Ich würde jetzt erstmal vorschlagen, es gab ja ganz viele Fragen, mit Nick anzufangen. Nick, es gab zwei Fragen an dich direkt, wobei wir auch im Kopf behalten sollten, morgen gibt es auch nochmal ein Panel zum Immigrant Rights. Da bist du nicht da, sorry, gut. Aber Nick, würdest du anfangen, die Fragen zu beantworten? Okay, well, maybe I'll take the immigration question first and just to point out that the immigration community, immigration reform community in the United States has a lot of internal disagreements. It's the last few years, I think, have been difficult on relationships and a lot of disagreements around strategy, maybe even about end goals. And so Endelon occupies an unusual position within those debates. I think they have been in conflict with a lot of, especially Washington, D.C.-based immigration rights organizations.
partly, I think, because they have feared that in the immigration reform politics, certain compromises will be made and day laborers will be left out of final agreements. And you can see this in the case of guest workers, which you asked about. One of the problems with guest worker programs in the United States, and there are many problems, is that the guest worker assignment attaches to an individual employer. Now, if you're a day laborer who works for multiple employers in a given week, who's your employer? So until there's some sort of idea that we would either attach an application for guest worker to a worker center, community organization, labor union, I don't think that there's any way that you'll see Endelon accept any compromise that involves guest workers as a centerpiece of immigration reform. And on this, they're allied with the unions. So the historic relationship, I think, between most unions and day labor organizations was either, in the best case, they would ignore them, the unions would ignore the day labor organizations, and in the worst case, actively work against them. But this has been changing, and in 2006, there was a partnership agreement formalized between Endelon and the AFL-CIO. The partnership agreement had two components. One was to press for better immigration policy at the federal level, and the other was to do organizing. The policy, I think there's been some success. The AFL, as a sort of big brother, came in and helped stop negative immigration policy a couple years ago. On the organizing front, the results have not been so promising. There are a couple labor unions, locals, that have been established just of day laborers in the East Coast of the United States, but there's been a lot of problems. I won't get into all the details. And there has not been the kind of transformation of the unions that we would hope. One of the proposals that Endelon has made is that they would take their popular education right into the unions and try to educate to do much of what Steve was talking about, the same, very similar process that Steve was talking about, but to do that with union members. And earlier this year, we met along with the domestic workers and the day laborers with the head of the president of the AFL-CIO and his staff to try to move this type of plan. And I think there's a lot of goodwill, but not a lot of progress. So it's a mixed picture. I think nowhere near maybe as bad as you might have expected, but nowhere near as good as it needs to be. And maybe I'll leave it there. So, vielleicht als nächstes die Fragen oder Kommentare, die an euch aus Hamburg gerichtet waren. Magst du was außen? Es gab, ich würde mal sagen, eine Kritik. Du hast gesagt, Stadtplanung geht gar nicht. Und die Frage, die sich da so ein bisschen raus entwickelt, ist, ob wir nicht oft in Deutschland oder in unseren linken Projekten zu vorschnell sagen, man kann bestimmte Dinge in diesen Organisierungsprozessen gar nicht thematisieren. Und vielleicht aber noch mal kurz vorher, ganz kurz, das, was Margit wissen wollte, wer seid eigentlich ihr? Und dann vielleicht beide noch mal zu diesem Punkt, den Alex aufgebracht hat. Ich muss zuerst mal noch eine Geschichte loswerden, ganz, ganz kurz, weil das gerade um die Tagelöhner geht, zum Stichwort Organisierung der Unorganisierbaren. Man muss da unbedingt einen Blick drauf werfen, das möchte ich anregen, und zwar München. In München gibt es einen, man sagt, Arbeitsstrich rund um den Hauptbahnhof von vor allen Dingen bulgarischen Arbeitsmigranten, die sich da Tag für Tag als Tagelöhner anbieten. Und es gab da Organisierungsversuche von Linksradikalen, von linken Gewerkschaftern, erfolgreich. Es sind auf einen Schlag 200 Arbeitsmigranten in die Gewerkschaft eingetreten. Und dann ging es auf einmal darum, wie die eigentlich in der Stadt leben. Und München, muss man wissen, ist die teuerste Stadt Deutschlands und es gibt quasi keinen Wohnraum. Und die leben unter Brücken zu Hunderten, relativ nah am Zentrum auch, oder in Obdachlosenheimen, wo sie 250 Euro pro Bett zahlen müssen im Sechsbettzimmer. Und darüber, über diese Geschichte, hat sich die Recht auf Stadtbewegung in München gegründet, die noch recht jung ist. Sehr interessant, unbedingt weiter zu verfolgen. Aber jetzt zu den Fragen. Zu der Kritik. Ich glaube, so eine Vorstellung von Raum, von unseren Vierteln,
Es gibt ja diese Netzwerktheorien, wie sich Leute in Vierteln bewegen, je nachdem, ob sie zum Beispiel arbeitslos sind, dann haben sie eher Kontakt zu Arbeitslosen und so weiter, dann ist der Familienzusammenhang viel wichtiger. Also so Raum zu begreifen und auch, dass Raum umkämpft ist und Verdrängung droht und so weiter, ich glaube, das ist nicht der erste Schritt, mit dem man anfangen sollte, wenn man organisiert. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es relativ abstrakt bleibt, wenn man sagt, Masterplan, Zukunftsplan, das ist die Bedrohung hier. Die Zusammenhänge von IKEA kommt, die Mieten steigen, jetzt müssen die ersten hier raus, die Läden stehen leer, beziehungsweise bei Neuvermietung sind es 35 Euro der Quadratmeter, das ist sehr viel greifbarer. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit der IBA? Ja, ich wollte dazu auch nochmal antworten. Stadtentwicklung geht gar nicht, würde ich so nicht sagen. Aber es wäre schon so, dass wir gemerkt haben, unsere Themen, das, was wir für Stadtentwicklung für wichtig und diskutierbar halten, hatten wir Schwierigkeiten damit, da anzukommen. Ich finde schon, wenn Leute sagen, es gibt hier eine Vernachlässigung, die muss gestoppt werden, hier muss was passieren in diesem Viertel und es gibt, das ist auch politisch hergestellt und das haben Leute durchaus verhandelt. Aber den Zusammenhang zur IBA, den haben wir nun mal hergestellt, der war für Leute vielleicht so gar nicht, also ist vielleicht auch eine andere Analyse, möglicherweise, so müsste man es vielleicht auch sehen. Ich würde schon sagen, Stadtentwicklung geht, aber wir sind da vielleicht auch nicht auf einen Nenner gekommen, weil zum Beispiel jetzt die Aufwertungsstrategien für Leute, die in dem Viertel wohnen, wo wir jetzt unterwegs waren, auch natürlich überhaupt nicht sichtbar sind. Also im Prinzip ist dieser Gegensatz vielleicht gar nicht da gewesen. Genau, das vielleicht erstmal. Es gab ja noch zwei, drei weitere Fragen, die würde ich probieren, noch schnell abzuarbeiten. Das eine ist, ob wir in den Stadtteilen wohnen, das deckt sich ein bisschen mit deiner Frage. Was sind das für Gruppen? Unsere Gruppe ist entstanden aus Leuten, die im Stadtteil wohnen. Ich persönlich tue das nicht. Und wir sind relativ wenige Leute, um die 10. Und inzwischen ist es relativ akademisch geprägt, das war allerdings noch nicht immer so. Also das ist ja was im Fluss ist. Es war am Anfang sehr offen und es war ein Bündnis von Leuten, die interessiert sind und hat sich inzwischen zu einer relativ festen Gruppe entwickelt. Ob jetzt das besonders viel ändert, weil die soziale Realität die gleiche ist oder ob die Distanz weniger ist, wenn man in dem Stadtteil wohnt, ist auf Wilhelmsburg bezogen nochmal anders, weil es da verschiedene Orte gibt. In dem Viertel, was wir vorhin kurz gesehen haben, wohnt niemand aus unserer Gruppe und das ist auch gar nicht so leicht. Ich habe mal probiert, da eine Wohnung zu bekommen. Es ist gar nicht so einfach, weil die GAGFA sich auf Leute mit Hartz IV spezialisiert hat und eigentlich auch gerne Leute möchte, die von Transferleistungen leben. Ist es denn jetzt gut, in diese Stadtteile zu ziehen, weil man Aufwertung anfeuert, kann man als Künstler dahin gehen? In Wilhelmsburg gibt es das Problem, im Rahmen der Aufwertung in Wilhelmsburg ist Kunst tatsächlich expliziter Motor. Künstler sind wie Studenten gefragt, dahin zu gehen. Ich fände es in dem Sinn, also ich sehe eine Schwierigkeit da drin, das einfach zu nutzen und unreflektiert einfach weiter seine Sache zu machen, sagen, das ist ja gut für mich, dass ich jetzt hier billigen Wohnraum bekomme, weil ich Student bin oder ich habe hier als Künstler habe ich hier ein Engagement. Ich finde es schade, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, es gäbe ja das Potenzial, dass man das auch hinterfragen könnte, es gäbe das Potenzial, zumindest probieren daran, irgendwas zu drehen. Genau, das passiert leider relativ wenig und bei einer direkten Mitarbeit an einem Stadtentwicklungsinstrument wie der Internationalen Bauausstellung, da hätte ich schon Kritik daran und würde sagen, das kann man so nicht machen, auf jeden Fall. So. Ich habe noch die Beantwortung der Frage danach vergessen, wie wir zusammengesetzt sind. Als wir mit Kein IKEA begonnen haben, haben wir im Netz gesucht, also aus dem gewerkschaftlichen Organizing kommend, ob es da Entsprechungen gibt und haben diese Texte vom Community Organizing gefunden und wie da die Versammlungen ablaufen, haben das einfach mal ausprobiert. Also es gibt am Anfang der Versammlung wird eine Moderation bestimmt, jemand der Zeit nimmt, jemand der protokolliert und haben das mal versucht zu ausprobieren und das hat dazu geführt, würde ich sagen, A, dass es so ein Empowerment überhaupt möglich war, also dass, wie ich sagte, fast jeder mal irgendwo gesprochen hat, jeder irgendwo eine Rede gehalten oder mit der Presse geredet hat, aber
dass es gleichzeitig auch viele Linke, Linksradikale abgeschreckt hat, die auf sowas überhaupt nicht können. Das heißt, es ist recht untypisch zusammengesetzt, die Gruppe, und geht durch alle Generationen durch. Finanzieren tun wir uns allerdings wie alle anderen Szenegruppen auch über Elektropartys in der Roten Flora. Wie viele wir sind, sage ich nur, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, weil es unsere Gegner nicht wissen sollen, aber wahnsinnig viele, ja. Sie sind bestimmt mehr als zwei. Sindula, es gab noch die Frage von Margit an dich. Was ihr diskutiert, Take Back the Land, ist das eine Option? The last time we were talking about any kind of occupation is when me and my comrade Bridget were actually just really frustrated with what was happening. We were like, let's take over the state capitol. Since then, we haven't had any conversations about occupation. The question about land is new for us, because when we were doing work around education to kind of like focus on our organizers in particular, given our small numbers, like taking something over or that kind of stuff would take it away from the base building we were doing and would shift it to a different subject. But this summer, we began having conversations with people in McDougal Terrace, which is a local public housing community. And there, we started having conversations with folks about food security, right? And so at the end of the month, folks were telling us, like, if you want people to come to the event, have some food, because at the end of the month, people's benefits run out, and they want food. And I was like, oh, me too. So we should, like, and I have the, like, this year my motto is, like, poor people should have nice things. And the reason for this, I was like, you know, I don't want to have, like, food pantry or a soup kitchen where like the food tastes nasty and you're not really excited about it. Like a bunch of my friends love cooking, you know? And I was like, I want to have a gourmet meal at the end of the month so people can look forward to the end of the month and be like, oh, I can't wait to see what's on the menu, you know? And from there, the conversation and the thinking kind of took off, and it was like, well, if folks are exposed to really healthy, good tasting food, right, and begin to experience in their bodies like what it's like to have that kind of food and begin wanting it, right, then we can begin having conversations about, well, where is food coming from? Why is it that you're not having access to this kind of food? And in fact, why is it that the only thing in this neighborhood is poison? And from there, get folks involved with gardening, right? It felt important to go through those steps to take folks, to give folks a lived experience to connect to the idea of needing land. Because I think that I was having a conversation with a comrade from Power, Alicia, about, in particular with black folks in the United States, black people in the United States, but tons of people in the world today, like the level of displacement, the level of constantly being moved, right, creates a particular way of thinking about land that's really temporary, right? In the way that, like, I think people, particularly younger people, think about jobs now as well, that it's like, why fight at this job? I'm only gonna have it for like another 2 months, you know? Why fight over this land? I'm only gonna be here for another 2 months, right? So thinking about those steps that it takes to give people a lived connection to land that would make an occupation like full and determined, I think is something that at least I've been thinking about more in that, like, you know, there's not a way that we're gonna be able to like buy all the land that it's gonna take to house the folks that we need, to grow the food that we want, right? So the hope is that as we're deepening people's understanding of the importance of land, and in particular, the private ownership of land being a key means to force people into being wage laborers, or since, you know, tons of our folks don't have jobs, the key role of keeping land in private ownership
in making them superfluous, right? And one of the things that we dream about is, well, what would it look like to say, okay, the land in the U.S. South has been totally destroyed by the agricultural practices, right? The people of the South have been totally, well, not totally, right, but broken down in so many ways by the racism and the labor practices. What would it look like to bring those things back together in this healing process that's going back and forth, right? What would it look like to say, actually, the work that needs to be done right now is restoration of our ecosystems, right? And that, like, unemployed folks can begin doing that now. Right now, right? And then how does that create new demands around the resources to help those folks do that work? So we're not at a point where we're like concretely talking about we're going to take that over right over there. But hopefully that's where we're going. Vielen Dank an alle, die hier mit uns ausgehalten haben so lange. Es war ein total spannendes Panel. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung der Diskussion morgen.